Freundschaft. Shalom, אנחנו בשיעור בנושא שיפוט. Guten Morgen, Freunde. Wir sind beim Unterricht zum Thema Niedrigkeit und Unterwerfung. Wir machen weiter mit dem Punkt 12. Ihr könnt das Lehrmaterial auf der Seite Kapko.il finden oder in unserem System Revut. Dort könnt ihr auf das Icon klicken. Genauso könnt ihr auf der Seite Kapko.il eure Fragen stellen. Ausgewählte Fragen, die mit dem Thema zu tun haben, werden wir im Unterricht gestellt. Wir haben öfters darüber gesprochen, dass wir nicht einfach so in unserem Verlangen zu empfangen existieren, dass wir nur für uns selbst kümmern, das auf eine natürliche Art und Weise dann existiert in uns und unser Wille zu empfangen verlangt stets von uns, und dass wir uns für uns selbst kümmern, und das passiert bewusst und unbewusst, dass wir tiefer und tiefer in unsere Natur eindringen, und daraus entscheiden wir und denken wir und Sachen vergleichen, das Ganze nur in Bezug was das uns bringen kann. Wir begreifen sogar nicht, inwiefern wir so tief in dieser Natur uns befinden. Aber wenn wir den Schöpfer fühlen wollen, wenn wir den Schöpfer sehen wollen, wenn wir den Schöpfer offenbaren, erreichen wollen, wenn wir dann in die spirituelle Existenz eindringen wollen und aufsteigen wollen, dann müssen wir vorankommen und gegen unsere Willen zu empfangen kämpfen, und anstelle jetzt mit unserer Berechnung, mit unserer Meinung zu führen, sollen wir mit der Meinung, der Meinung des Schöpfers dann Berechnung durchführen, der Tora, wie es geschrieben steht. Daher die Arbeit in der Unterwerfung, also unsere Willen zu empfangen, vor dem Schöpfer zu unterwerfen, das ist eine Arbeit, die in uns unaufhörlich stattfinden sollte, und diese nur mehr und mehr richtig zu positionieren über alle Punkte, die auf unserem Werk vorkommen, in unserem Herzen, in unserem Verlangen. Nur so können wir vorankommen und die höhere Welt über diese Welt zu stellen und bauen. Das ist unsere ganze Arbeit. Das bedeutet, über den Verstand, auch wenn wir den Willen des Schöpfers über unseren Verstand setzen, und das wird als Glaube auch bezeichnet, weil wir uns zu den Kräften des Gebens aufheben, über die Kräfte des Empfangens, und dass wir es auch nach Verbindung streben genannt, weil über alle unsere Wünsche, die wir haben, diese da müssen wir uns anstelle von den Freunden uns zu trennen, uns von den Freunden zu unterwerfen. Und daraus bilden wir auch die Eigenschaften des Schöpfers in uns, weil nach der Übereinstimmung der Eigenschaft beginnen wir ihn zu fühlen. Also die Arbeit dann vor unseren Augen durchgeführt, und die Arbeit wird auch klarer, die wird konzentrierter, die wird genauer. Nicht so, dass wir nicht wissen, wovon die Rede ist, sondern wir kommen zurück zu unserem Willen zu empfangen und müssen stets diesen Willen neu formatieren und so organisieren, dass in dem Willen zu empfangen, den wir jetzt die ganze Realität fühlen, diese Welt und den ganzen ganzen Universum, alles, was wir uns vorstellen können, das Ganze klärt sich in unserem Willen zu empfangen auf, und stattdessen sollen wir diesen Willen zu empfangen umdrehen
und in die Eigenschaft des Gebens verwandeln, also unser Verlangen in das Verlangen des Schöpfers verwandeln. Und dann werden wir statt dieser Welt die höhere Welt sehen, die spirituelle Welt, die wahre, die ewige Welt sehen. Und das ist eigentlich unsere Arbeit. Diese Zitate, die wir lernen, insbesondere jetzt Punkt 11, dieser Abschnitt hat uns gestern genau diesen Übergang auch gezeigt, Übergang von Glauben im Verstand, in Glauben über den Verstand. Warum wird das alles Glaube über den Verstand und nicht alles Glaube des Höheren genannt? Weil wir stets die Eigenschaft des Schöpfers, die Eigenschaft des Gebens über unseren Willen zu empfangen setzen, also den Willen zu Willen des Empfangens. Deswegen wird das nicht einfach geben oder Glaube bezeichnet oder der Glaube des Schöpfers, sondern Glaube über den Verstand, wenn Bina über Malhut herrscht. Und nur auf diese Weise steigen wir mehr und mehr auf, bis wir es geschafft haben, das Gefühl, diese Welt zu verlassen und das Gefühl der nächsten Welt zu übergehen. Und so setzen wir fort, bis wir alle Eigenschaften von Bina erreichen, bis wir es beginnen, komplett uns von Malchut-Eigenschaft von Malchut zu trennen und in Bina einzutreten. Und auch Malchut wird ein Teil von Bina und so kommen wir zum Keter. Das ist die Arbeit. Und darin müssen wir stets den Schöpfer offenbaren, die höhere Welt, jedes Mal mehr und mehr. Darin müssen wir uns selbst auch während des Tages prüfen und von Tag zu Tag, weil schließlich, egal was wir besprechen und welche Art und Weise wir die Weisheit der Kabbala lernen, alles steckt darin. Entweder lernen wir das in Form von Talmud Esras Ferot, wo wir diese Eigenschaften messen können in Masachin, Zimzumim, Einschränkungen und Sferot. Ja, also in Zahlen. Oder das, wenn wir in Gefühlen sprechen, das ist alles dasselbe. Aber da gibt es gar keine Genauigkeit im Vergleich, genau wie in dieser Welt. Wir nutzen trotzdem ja Wörter aus dieser Welt, wenn wir dann die Sprache der Äste lesen. Und so wir gehen mehr auf diesen geraden Weg, der uns mehr und mehr zum Verstand bringen sollte. Was ist dann die Schöpfung, wie die Welt gebaut ist, wie das ganze Universum, die ganze Natur funktioniert, wie alle Welten ticken. Das Ganze muss da ein Teil unseres Zwecks werden und wir sollten mehr und mehr verstehen, diesen Bezug zwischen den Teilen und Sachen und mehr für uns klären. Diese Verbindung zwischen den Teilen. Und mehr fühlen wir uns, dass wir innerhalb der Schöpfung uns befinden, dass wir die Schöpfung fühlen und verstehen und gleichzeitig, dass wir immer wieder herausfallen und uns verwirrt fühlen. Und das ist notwendig. Wenn wir von Zustand zu Zustand übergehen, von Stufe zu Stufe, dann alles, was es vorher gab, das wird gelöscht und plötzlich fühlen wir nichts mehr und beginnen, eine neue Stufe zu bekommen. Warum? Woher kommt das? Daraus, dass wir die Realität in Zensferot wahrnehmen. Und wenn die Zensferot sich ändern und neue kommen, ein neues Verlangen kommt und auch die ersten neuen Sferot, diese neuen Sferot werden, die äußern sich
in einem neuen Verlangen, dann befinden wir uns in einer grundsätzlichen Veränderung von unserem Kli, von unserem Gefäß, in dem wir die Realität spüren. Und deswegen befinden wir uns immer in einer Trennung von dem vorherigen Zustand, von den vorherigen Wahrnehmung der Spiritualität, und so gehen wir in den nächsten Zustand über. Und daran müssen wir uns auch gewöhnen, das heißt Tag und Nacht in der Arbeit des Schöpfers. Das bedeutet, du hast keinen neuen Tag ohne Nacht. Wenn wir eigentlich in der Offenbarung der neuen Gefäße uns befinden, die wir noch nicht korrigiert haben. Und deswegen kommen neue Gefäße, wir verstehen nicht, wo wir uns befinden, wir sind verwirrt. Das wird als Nacht in der spirituellen Arbeit bezeichnet. Und wir sollten uns daran gewöhnen und schauen, wie wir in solchen Zuständen der Nacht arbeiten und uns auch dafür vorbereiten, da aus diesem Gefühl der Nacht, wenn wir nicht mehr, wenn wir disorientiert sind, wenn wir keine Gefühle haben, aber gleichzeitig verstehen wir, dass all diese Zustände absolut notwendig sind, um eine neue Stufe zu erlangen. Und so können wir dann alle Probleme, alle Fragen auch nochmal reorganisieren und beruhigen. Die Menschen stellt sich wieder verwelken und hinunterfallen und nicht in der Lage sind, damit zurechtzukommen. Aber es ist kein Weiseren als der Erfahrene. Deswegen die Arbeit in der Nacht, das ist eine hochgeschätzte Arbeit unter den Kabbalisten, weil eben dadurch, dass wir nicht verstehen und nicht fühlen und uns niedrig fühlen, darin können wir sehen, was können die Kabbalisten sehen, was ihnen fehlt, um zum Zustand zu gelangen, damit Tag und Nacht gleichwertig werden und dass dann die Dunkelheit wie das Licht leuchtet und zum Zustand gelangen, der einen kompletten Tag bedeutet. Wir müssen lernen, wie wir das tun, aber es ist ohne Zweifel, es ist möglich ohne Zweifel, und das sollte, diese Sache sollte bei uns mehr und mehr und mehr schon klarer werden. Und alles, was wir durchgehen, all diese Etappen, davon den ursprünglichen Zustand und bis zum Ende des Wegs, das Ganze ist auf dem Weg der Unterwerfung. Wenn wir unseren Wunsch zu empfangen unterwerfen, und zwar mehr und mehr, bis wir dann beginnen, darin nicht nur die Möglichkeit zu unterwerfen, sondern auch wir offenbaren die Möglichkeit, mehr und mehr damit zu arbeiten. Also auf diesem Weg von Malchut zu Bina unterwerfen wir unsere Verlangen zu empfangen. Und wenn wir die Stufe von Bina erworben haben, diese Stufe des Gebens, dann beginnen wir, den Willen zu empfangen, wieder zu erwecken, um von Bina zu Keter zu gelangen. Und so kommen wir voran. Das ist eigentlich alles, was kann man noch hinzufügen, bevor wir mit den Zitaten beginnen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte. Ja, Gilad. Wollen Sie, dass wir mit dem 11. Punkt beginnen, von dem Sie gerade gesprochen haben? Wenn wir mit dem 11. Punkt wieder beginnen, dann werden wir in diesem Abschnitt auch bis zum Ende des Unterrichts verbleiben. Er ist so tief und vielseitig. Wenn der Mensch sich, wenn man sich unterwirft und über den Verstand arbeitet, das nennt man Niedrigkeit. Wenn er seinen Vernunft erniedrigt und sagt, seine Vernunft
wertlos ist. Mit anderen Worten, die Vernunft des Menschen diktiert, dass er den Schöpfer lieben kann. Also ich will zum... Oder mit anderen Worten, die Vernunft des Menschen diktiert, dass er den Schöpfer lieben kann. Das heißt, wenn er ihm gibt, wenn er ihm alle Bedürfnisse gibt, das bedeutet, das heißt, er liebt ihn, weil er alle seine Bedürfnisse befriedigt. Es ist so, wie auf der Ebene dieser Welt, wenn jemand uns hilft und uns unterstützt, dann lieben wir. Und dann schätzen wir danach. Wenn er das täte, könnte er sich nicht erniedrigen und sagen, dass seine Vernunft wertlos ist. Vielmehr würde er sich zu diesem Zeitpunkt vom Schöpfer entfernen und sagen, dass er sich nicht lohnt, dem Schöpfer zu dienen. Wenn er seine Wünsche nicht erfüllt. Daraus folgt, dass dieser Mensch als stolz bezeichnet wird. Und nochmal, wenn nicht, dann könnte er sich nicht erniedrigen und sagen, dass seine Vernunft wertlos ist. Vielmehr würde er sich zu diesem Zeitpunkt vom Schöpfer trennen und sagen, dass er sich nicht lohnt, dem Schöpfer zu dienen. Und wenn er seine Wünsche nicht erfüllt. Da arbeitet wie ein kleiner Egoist aus der Reihe. Und daraus folgt, dass dieser Mensch als stolz, als stolzer Mensch bezeichnet wird, weil er die Wege des Schöpfers verstehen will, worin er als gut angesehen wird und Gutes tut, wenn der Körper nicht das bekommt, was er verlangt. Und über einen solchen stolzen Menschen sagt der Schöpfer, er und ich können nicht in der gleichen Wohnstätte wohnen. Also sie können nicht nah sein, sie können sich nicht treffen, einander erkennen, einander beieinander wissen. Wenn er sich aber erniedrigt und sagt, ich kann die, das bedeutet, er werde sein egal was er fühlt, was er denkt, erniedrigt, und er die Eigenschaft des, der Eigenschaft des Gebens, die Eigenschaft des Schöpfers auf sich nimmt und sagt, ich kann die Wege des Schöpfers nicht verstehen. Und er sagt, aber der Mensch sagt, dass das, was seine Vernunft vorschreibt, wertlos ist, bedeutet, er nimmt in der Berechnung gar kein Gefühl, kein Verstand des Menschen. Er führt keine Berechnung damit durch, sondern er versteht und fühlt, und das ist bei ihm sehr, sehr präsent. Aber er sagt, ich akzeptiere das nicht, ich mache keine Berechnung damit, ich gehe über diese Gefühle und gebenden Verstand, die ich habe. Und der Mensch sagt, das, was sein Verstand, seine Vernunft vorschreibt, wertlos ist, aber er geht über den Verstand, das bedeutet, dass er trotzdem sein Verlangen oder seinen Wunsch gegen das Verlangen des Schöpfers austauschen will, und das wird als Niedrigkeit genannt. Und darüber wurde gesagt, sagt der Vers, der Ewige ist hoch und der Niedrige wird sehen. Je mehr wir uns an den Schöpfer annähern können und anheften können und seine Größe und seine Lenkung auf uns aufnehmen können, dann steigen wir auf der spirituellen Leiter. Und der Mensch wird damit belohnt, dass der Schöpfer ihn in seine Nähe bringt. Also nach dem Verlangen des Menschen, die Meinung des Schöpfers zu übernehmen, nur alle Handlungen unternehmen, die der Schöpfer verlangt, so nähert der Schöpfer diesen Menschen auch, nähern sich. Das ist eigentlich der Prozess, den wir durchgehen sollten. Und deswegen in jedem Zustand muss ich in beiden Verlangen sein. Das ist mein Verlangen, das ist mein Wunsch und das ist das Verlangen und der Wunsch des Schöpfers. Das sind meine Gedanken und das ist der Gedanke des Schöpfers. Und wenn ich das gegenüber das andere positioniere und vorstelle und mich schäle von meinen Gedanken und meinem Verlangen und mich an den Wunsch und Gedanken des Schöpfers anhefte, dadurch steige ich auf.
Und allmählich kann ich dann jedes Mal solche Handlungen unternehmen, bis ich fühle, dass ich auf eine permanente Art und Weise das Gefühl und die Gedanken des Schöpfers übernommen habe. Und so gelange ich zu der ersten Stufe und später zur zweiten, dritten und so weiter. Und so beginne ich mehr zu verstehen, mehr zu fühlen, die Gedanken und die Wünsche des Schöpfers. Und danach dadurch steige ich auf über meinen Wunsch zu empfangen, über meine Materialität. Ich verstehe mehr die Materialität selbst auch besser. Und das heißt, auch im Glauben über den Verstand zu sein, in der Eigenschaft des Gebens über mein Verlangen zu empfangen, in Bina über Malchut. Das ist alles. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert. Wir müssen uns darauf konzentrieren, mehr und mehr, bis das dann in die bis es zur Gewohnheit wird. Und bis die Gewohnheit zur zweiten Natur wird. Und wir werden zwei Arten der Natur werden, der Wunsch zu empfangen, indem wir immer wieder zurückfallen, und der Wunsch zu geben, indem wir uns dann erheben. Und in dieser Delta zwischen dem Wunsch zu empfangen und dem Wunsch zu geben, werden wir vorankommen. Mehr und mehr. Bis dann alle Wünsche, die sich in unserer Seele befinden, von jedem Einzelnen, diese steigen auf und heften sich an die Stufe von Binah, auf diese Stufe des Gebens. Und so weiter. Insgesamt müssen wir diesen Prozess von dem Verstand, von dem Wissen daraus, dass wir das Ganze theoretisch auch begreifen, in die Praxis umsetzen, in den Tat umsetzen. Und je mehr und mehr wir damit während des Tages arbeiten, und das ist wirklich einfach. Das ist meine Meinung, das ist mein Verlangen, und das ist der Wunsch des Schöpfers, und das ist das Verlangen des Schöpfers. Und wie bringe ich mich von meinem Punkt zum nächsten Punkt? Und jede Handlung, die wir unternehmen, wird als Gebot bezeichnet. Warum ist das? Weil das eine Befehlung des Schöpfers für jeden Einzelnen von uns. Bis jetzt wäre es alles. Bedachte ich 31. Ja, in Wirklichkeit haben Sie vorher gesagt, dass wir uns tagtäglich überprüfen müssen. Jetzt, wie überprüfen wir, dass der Zustand sich permanent verändert? Verändert sich, das Gefühl sich verändert und das Gefühl nicht mit dem Wissen angehen. Wie lernen wir das Ganze? Wir lernen nicht das, worin wir uns befinden, sondern wir lernen, inwiefern wir dann in unserer Arbeit, durch unsere innere Anstrengung, dann können von meinem Verlangen in das Verlangen des Schöpfers übergehen. Und inwiefern ich das mir vorstellen kann. Zum Beispiel, mein Wunsch jetzt, ja, mein Verlangen jetzt wäre dann das und dies zu machen. Und der Wunsch des Schöpfers, so wie ich es mir auch vorstellen kann, ist meinem Verlangen dann entgegengesetzt. Also dies und das zu machen. Und wenn ich daran denke, dann erhebe ich mich dann in einem ganz anderen Verlangen, von Empfangen zu geben, im Glauben zu glauben über den Verstand. Egal in welchen Worten wir das äußern, aber der Sinn bleibt der gleiche Sinn. Von dieser Welt zur nächsten Welt, von meinem Verlangen zu Verlangen des Schöpfers. Und durch solche Übungen, die wir stets unternehmen, dadurch beginnen wir mehr und mehr zu fühlen, was das heißt, im Glauben über den Verstand zu existieren, in der Stufe Binah, über die Stufe von Malchut.
Und so entfernen wir uns von dieser Welt. Diese Welt bleibt bei uns. So, wir verstehen diese Welt sogar mehr und mehr. Aber wir betrachten diese Welt dann von oben, von der Stufe des Schöpfers, von der Stufe von Binah. Und deswegen verstehen wir auch diese Welt in die Tiefe. In einer viel konzentrierter und wesentlicher Art und Weise. Aber eigentlich kommen wir eben dadurch voran, dass wir dann diesen Unterschied, diese Delta lernen von dem, was ich möchte und was der Schöpfer will. Und zwischen diesen Stufen existieren wir permanent und stets. Und je mehr wir hinunterfallen in unser Verlangen zu empfangen, so müssen wir uns auf die Stufe des Schöpfers aufheben, auf die Stufe des Gebens. Und so mehr und mehr, jedes Mal, wir quasi diverse Teile von Malchut, von Malchut in Bina übergeben. Also jedes Mal, wenn jedes Verlangen, das sich bei uns offenbart, damit dieses Verlangen für die Eigenschaft des Gebens dient. Raff, was ich möchte, was weiß ich, das weiß ich genau, aber woher soll ich wissen, was der Chef möchte? Was ist ein Anzeichen, dass ich weiß, was er will? Deswegen gibt er dir solche Werkzeuge wie Gruppen, deswegen lernen wir, was das bedeutet, empfangen und zu geben. Deswegen sage nicht, dass du nicht weißt. Natürlich, du wirst die Wünsche des Chefs nie wissen, aber wo äußert sich, wo offenbart sich sein Verlangen? Das Verlangen des Schöpfers, das ist Binah, das ist die Eigenschaft des Gebens. Ja, ja, muss das Verlangen des Schöpfers in so sein, wo ich genauso ein entgegengesetztes Gefühl habe, in meinem Verlangen zu empfangen? Genau, genau. Deswegen muss ich meine Wünsche immer so positionieren, was als Glaube über den Verstand, Binah über Malchut genannt wird. Wenn wir das Verlangen zu empfangen sehen können, aus dem Zustand, der Schöpfer uns ausbaut, dann können wir dazu gelangen, dass wir sogar das Ganze mit Humor sehen können. Ist das ein Wünschezustand? Und wie? Lachen, das ist bereits eine sehr hohe Stufe. Das werden wir später auch lernen. Das ist bereits auf höheren Stufen, wenn wir die ganze Schwierigkeit beginnen zu lernen in unserer Arbeit, inwiefern das uns dann viel kostet und viel Blut und viele Anstrengungen, auch mit viel Schweiß und Tränen. Und dann merken wir, mit welchem Humor der Schöpfer das veranstaltet hatte. Das gibt sehr viele Überraschungen auf dem Weg. Das ist aber auf höheren Stufen später. Tbilisi, bitte. Guten Morgen, Raff. Guten Morgen, Freunde. Raff, Sie lernen uns, mit dem Verlangen zu arbeiten. Wir wählen unser Verlangen oder das Verlangen wählt uns. Wir wählen nichts. Wir wählen nichts aus. Nur das, die Tatsache, dass wir uns von dem Willen des Schöpfers unterwerfen wollen. Das bedeutet, Binah über Malchut positionieren. Mit dem Verstand zu positionieren. Und so erwerben wir dann die richtige Betrachtungsweise in der ganzen Realität. Und die spirituelle Welt über diese Welt zu sehen. Und beginnen zu merken, dass alles nur eine Realität ist, dass Binah über Malchut herrscht. Jetzt sind wir noch davon getrennt. Deswegen müssen wir stets bemühen, unsere Betrachtungsweise so zu positionieren, wie diese in der Eigenschaft des Gebens sein kann. Und wie das in der Eigenschaft des Gebens existieren kann, das weiß ich nicht. Das ist mir entgegengesetzt. Und wenn das mir entgegengesetzt ist, dann jedes Mal, wenn ich in deiner Beziehung zur Gruppe bin, zu der Realität, dann versuche das
umzudrehen. Mache das Gegenteil. Und da wir sehen, vielleicht entscheidest du eben über eine spirituelle Handlung in diesem Fall. Gabi 3. Die letzten zwei Tage haben Sie gesagt, vor zwei Tagen, sagten, dass der Stolz eine sehr gute Eigenschaft ist dabei. Aus diesem Abschnitt hört man, dass das dem nicht so ist. Also, wie verändern wir, was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht gut? Hängt davon ab, wie du den Stolz nutzt. Ja, der Stolz, das ist dann steht nur im Vergleich zwischen unterschiedlichen Werten. Also wenn ich meinen natürlichen Stolz, mein Verlangen Malchut zu der Stufe von Malchut übertragen will, das ist der ewige und allgemeine Verlangen, und dann werde ich stolz auch davon. Das bedeutet, dass sein Herz auch auf die Wege des Schöpfers sich anheften will. Und das bedeutet, dass ich mein Herz korrigiere. Ich bin nicht wie ein Dieb, der bei den Dieben und Kriminellen, das ist ja umgekehrt. Je mehr sie mehr klauen, je mehr sie schlimmer sind, da umso stolzer werden sie darüber. Und deswegen hängt davon ab, wie du deinen Stolz nutzt und verwendest. Wer ist dann größer in deinen Augen? Der Schöpfer, die Eigenschaft des Gebens, die Eigenschaft von Binah, oder du, die Kraft des Empfangens, die Kraft von Malchut? Das ist das, was geschrieben steht. Wer ist der Haupt? Entweder der Schöpfer oder die Geschöpfe. Fokusgruppe. Ich wollte fragen, wenn ich im Laufe des Tages mein Verlangen überprüfe, und ich sehe dann, dass ich sozusagen in meinem Verlangen stecken geblieben bin. Also was soll ich damit tun? Wie beginnt dieser Prozess, wenn man über dem eigenen Verlangen beginnt zu arbeiten? Es ist wunderbar, dass du im Verlangen stecken bleibst. Das bedeutet, dass du einen klaren Basispunkt hast. Ja. Aber jetzt mach das Gegenteil davon, dass wenn du sagst, ich möchte nicht meine Verlangen zu empfangen, das und das, kann ich mir einen umgekehrten Zustand vorstellen. Wenn ich, was ich möchte oder nicht möchte, das spielt an dieser Stelle keine Rolle, sondern anstelle meines Wünsches, das zu verwirklichen, was ich gerade will, wie verwirkliche ich einen entgegengesetzten Zustand und Willen. Das bedeutet Glaube über den Verstand. Entweder steige ich noch auf in das Verlangen, das meinem Verlangen entgegengesetzt ist. Und so erhebe ich mich wirklich von der Stufe Malchut in die Stufe von Binah, von der Stufe Abstoßung zur Stufe Verbindung. So muss es sein in unserer Klärung. Ja, aber was ist dieses Kli, das dir erlaubt, in dieser Klärung zu sein, was es uns erlaubt, über unserem Ich zu sein? Also mir hat geholfen, dass ich in einer freien Minute diese Artikel gelesen habe. Wirklich so. Und Rabash hat mich auch stets gefragt, hast du den Artikel gelesen? Weil er einmal die Woche einen neuen Artikel gelesen hat. Und hat mich stets gefragt, hast du den Artikel gelesen? Hast du den Artikel gelesen? Und wenn ich geantwortet hatte, dass ich gelesen habe und verstanden habe, dann hat er verstanden, dass ich mit einem Auge das vielleicht gelesen habe, aber verstanden sicher nicht. Und so. Jeden Tag mehr und mehr war ich mehr und mehr in seinen Artikeln versunken. Weil in seinen Artikeln eigentlich die ganze Tora, unser ganzer Weg drin steckt, bis zu Gmar Tikkun. Also er hat
einfach uns in dem Zustand gesetzt, wo wir nichts mehr hinzufügen können. Ich habe versucht, noch ein paar Klärungen, ein paar Geschichten noch für die Anfänger zu schreiben, aber für diejenigen wie ihr, die dann der Weg der Korrektur dann betritt und der Weg des Schöpfers betritt, dann habt ihr nichts anderes zu tun, nur diese Artikel zu nehmen, und ihr werdet mehr und mehr fühlen, dass in diesen Artikel sich alles befindet. Ich sehe, obwohl das war der Mensch, der sehr, sehr nah zu mir war, ich habe keinen näheren Menschen als Rabash. Aber trotzdem, ich sehe und ich denke, dass auch wenn ich objektiv versuche, dass es keinen größeren Lehrer als Rabash gewesen für den spirituellen Weg. So wie er das erklärt hat, wie er das uns gegeben hat. Unser Problem ist, das zu verstehen. Unser Problem ist dann einfach, in seine Sprache einzutauchen. Ich bin ja daran gewohnt, weil ich mit ihm mindestens 12 Stunden bis 15 Stunden am Tag gewesen. Manchmal sogar Tage und Nächte durch. Aber trotzdem, wieder seine Artikel durchgehen. Wir haben Band 1 von Rabash, Band 2, Band 3. Alles ist in unserem Archiv drin. Alles wurde auch dann in die meisten Sprachen übersetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollen wir uns darum kümmern, wie wir diese Sachen übertragen und übersetzen und richtig zur Verfügung stellen für alle Menschen. Aber das ist die Quelle. Frage weiter, Koko fragt, wenn es möglich ist, was sind die Schritte, mit denen wir das Kli aufbauen, das Kli im Glauben über den Verstand. Also wie entwickelt sich das? Gibt es Etappen? Wie passiert das? Wir Tag für Tag machen einen Schritt nach vorne. Manchmal steigen wir etwas mehr über den Ort auf, wo wir uns befinden, um eventuell etwas weiter sehen zu können. Aber dann steigen wir wieder herab auf unseren Pfad und beginnen auf diesem weiterzulaufen. Ich sehe keine andere Möglichkeit für unsere Entwicklung, als außer diese Abschnitte, diese Artikel, die du mit deiner Mannschaft für uns vorbereitest. Deswegen, das ist der Weg. Deswegen muss man einfach beständig bleiben. Aber dass das mehrere Jahre in Anspruch nimmt, ja, okay. Das ist die Korrektur der Seele. Und je schwerer die Seele ist, umso mehr Zeit erfordert sie für ihre Korrektur. Hier kannst du nichts dagegen machen. Aber hier will man uns noch lernen, dass wir uns daran erfreuen, dass wir sogar während der Vorbereitung noch in Freude sind. Weil natürlich strebst du dazu, den Schöpfer zu fühlen, den Weg zu fühlen, zu sehen, dass dir alles gelingt. Aber im Wesentlichen ist das ja bereits das Verlangen zu empfangen wiederum. Und hier müssen wir auch lernen, unsere Augen schließen zu können. Und dann, wenn wir unsere Augen schließen, unsere Augen des Empfangens, wenn wir zu den Augen des Gebens sozusagen übergehen, dann sehen wir den Weg und kommen so voran. Deswegen ist das für uns das Wichtigste, zur Korrektur zu streben. Ja, das ist verständlich. Aber letzte Frage. Ich habe keine Fragen über den Prozess an sich, der existiert. Aber ich kann sozusagen keine Lebenskraft in dem Prozess der Entwicklung finden. Das ist die Füllung sozusagen auf dem Weg. Weil jedes Mal siehst du
wie sehr du in dein eigenes Ich vertieft bist und du kannst nicht nach außen treten. Rav sagt, das ist sehr gut, das zeigt sich bei uns immer mehr und mehr, immer mehr Schichten des Verlangens zu empfangen werden dir deutlich und du siehst, wie sehr du immer weiter Tag für Tag, was gestern war, war noch nicht so schlimm, aber heute ist es bereits weitaus schlimmer. Und man hat keine Kraft. Und du bist müde und du mühst dich ab, ja, so wie es heißt. Und du kannst nichts dagegen tun. Wir müssen verstehen, dass all diese Übungen, die der Schöpfer mit uns macht, jeden Augenblick, diese Übungen sind für uns notwendig, weil ansonsten werden wir uns von unserem Verlangen zu empfangen nicht losreißen können. Und da kannst du nichts dagegen tun, das Jahr fordert, Jahre nimmt Jahre in Anspruch, wie es heißt, 10 und 20 Jahre, in unserer Zeit weniger. Ich sehe, wie Anfänger beginnen voranzukommen, zwar sehr schnell, aber dennoch, die Summe der Anstrengungen, qualitativ und quantitativ, jeder muss für sich selbst das Ganze enthüllen und realisieren. Darf ich fragen? Ich habe gesagt, dass es mein Verlangen gibt und dass es der Wille zu empfangen. Es gibt dann das Verlangen, der mir entgegengesetzt ist. Das Verlangen, nach dem ich immer stets streben muss. Und so wie eine dritte Kraft, so eine aktive Kraft. Ich versuche stets danach zu streben. Was ist denn dieses Verlangen? Was ist dieser Wunsch? Das verstehe ich dich. Ich befinde mich in einem Verlangen. Das ist genau das, was ich möchte. Ich muss mir jetzt vorstellen, was im Wesentlichen der Schöpfer in dem Zustand möchte, den er für mich ausgemalt hat. Mit Sicherheit darin, wo ich mich befinde, das kommt zu mir vom Schöpfer. Also wie, anstatt dessen, dass ich mich jetzt in irgendeinem Verlangen befinde, kann jetzt dieses richtige Verlangen formen, das Verlangen umzugeben, das Verlangen, über mir selbst zu sein. Wie verwandle ich das Verlangen, also Malchut zu Bina, Verlangen zu empfangen, Verlangen umzugeben, mein Verlangen zum Verlangen des Schöpfers. Dieses Verlangen nennt man Mitzwa, also Gebot, weil der Schöpfer uns das zeigt, Mitzwa. Womit kann ich mein Verlangen an seine Verlangen anheften? Wenn ich daran denke, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in welchem Verlangen bin ich jetzt? Ist das mein Verlangen? Und was ist darin das Verlangen des Schöpfers? Wie kann ich jetzt aus meinem eigenen Verlangen jetzt dazu aufsteigen, umzugeben, der Gruppe, dem Schöpfer, der Menschheit, außerhalb von mir selbst, weil Malchut nennt man, wenn sie alles in sich bekommen möchte. Sie arbeitet auf umgekehrte Art und Weise. Und Bina, wie in der Kraft des Schöpfers, also nach außen hin. Also gibt es hier zwei Zustände, entweder innerhalb des Wissens oder über dem Wissen. Und das ist genau das, was ich überprüfe. Sobald ich dann meinen Verstand wahrgenommen habe, ich sehe, dass ich dem gewünschten Zustand entgegengesetzt bin, dann ist es mein Gedanke, der mich aufhebt, in seinem anderen Verlangen zu sein. Der Gedanke und die Handlung, vielleicht musst du dich mit der Gruppe verbinden und dann musst du irgendeinen Artikel lesen. Ja, und alle möglichen Handlungen. Und dann strengst du dich an, so wie physisch, so auch seelisch und auch in dem Gefühl. Und in dieser Anstrengung stellst du dir dann vor, was ist das Verlangen des Schöpfers in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, oder was ist das Verlangen des Schöpfers gegenüber dem, wo ich bin. Und dann beginnst du wahrzunehmen und zu begreifen, wie du dich selbst ausrichten musst, um entsprechend in dem Verlangen des Schöpfers zu sein. Und wie erkennt man den Willen des Schöpfers?
geben Liebe, die Annäherung an die Freunde, den Nächsten achten, einfach ja, mit einem Wort geben. Daraus folgt, dass ich quasi nur in meinem Verlangen existiere und das Verlangen des Schöpfers existiert nicht. Das muss ich erschaffen. Wird das genannt, er hat mich gemacht, er hat mich erschaffen? Ja, genau. Weil Bina nicht existiert. Wir bauen sie auf. Wunderbar jetzt. Rafa, wenn ich auch darf. Wie kann ich dann dem Freund helfen, der quasi kein Leben mehr in der Arbeit hat? Beispiel. Es gibt nichts mehr als das. Nur Beispiel. Und jeder gibt sein eigenes Beispiel. Es gibt solche, die laut werden, die anderen machen das eher ruhig, auf verschiedene Art und Weise. Aber man fühlt innerhalb der Gruppe, dass du ihnen ein richtiges, gutes Beispiel gibst und tust diese Verbindung und du unter den anderen erwecken. Und jetzt Holland. Good morning. I'm a bit confused about this, guten Morgen, Raf. Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt über diesen Verlangen. Ich bin zum Beispiel auf der Arbeit. Ich bin mit einem Klient, mit einem bin auf der Arbeit. Ich bin in dem Moment in meinem Willen zu empfangen, zu arbeiten, zu verdienen. Aber was will der Schöpfer dann diese Fall von mir? Ist das der richtige Moment, daran zu denken? Oder einfach in den Momenten, wenn ich mit der Gruppe bin, diese 3-4 Mal, wenn wir uns treffen, dann kann ich daran denken. Oder sollte ich mich stets diese Frage stellen, bin ich in meinem Willen zu, meinen Willen zu empfangen oder bin ich in seinem Willen? Was soll ich dann in diesem Fall machen? In deiner Arbeit mit deinem Kunden musst du mit ihnen arbeiten, als ob du keine Spiritualität hättest. Okay? Ganz einfach. Das ist derzeit. Und die ganze andere Zeit musst du versuchen, in einer Klärung zu sein, diese Kontrolle in der Analyse, in welchem Verlangen du dich befindest, in deinem eigenen oder in dem Verlangen des Schöpfers. Während der Arbeit musst du in dem Verlangen deines Chefs sein. Der hat dich gekauft, der bezahlt dir Geld, damit du seine Verlangen erfüllst. Aber all die andere Zeit, wenn du nicht auf der Arbeit bist, musst du dich selbst überprüfen, in welchem Verlangen du bist, in deinem eigenen oder in dem Verlangen des Schöpfers. Und dann musst du versuchen zu sehen, wie du von deinem Verlangen zu seinem Verlangen übergehst. So wie es heißt, mach dein Verlangen wie zu seinem Verlangen und damit er sein Verlangen zu deinem Verlangen machen kann. Und dann gibt es eine Verbindung zwischen dir und dem Schöpfer. China. Good morning, Raf. My question is, in a new day, how we help our 10 to establish... Guten Morgen, Raf. Meine Frage ist... Wie können wir täglich dem 10 helfen, den Verlangen vorzubereiten, Verlangen zu geben? Wir kommen zum Unterricht. Bereits zuvor und versuchen, uns untereinander zu verbinden. Und wir haben bereits Freunde mit Erfahrung, zum Beispiel wie Owen. Ja, er ist unser alter, treuer Freund und er weiß und er versteht mit großem Herzen. Und so lernen wir voneinander, wie wir fein sein können, wie man dem Weg treu ist, der spirituellen Arbeit. Und der Mensch helfe hier seinem Freund. Der Mensch an sich, wenn er verlässt,
Wenn er die Gruppe verlässt, dann wird er die Richtung verlieren. Er weiß nicht, wo die Richtung ist. Er kann sehr lange Zeit sich um die eigene Achse drehen, bis er letzten Endes zu einem Kontakt wieder zurückkehrt und dann wieder erst zurückkehrt. Und deswegen tagtäglich oder sogar mehrere Mal am Tag tun wir unsere Verbindungen erneuern untereinander. Türkei 3. Eine Frage von meinem Zehner. Sie haben gesagt, dass die Gebote des Schöpfers, die sind einheitlich für alle. Fühlen wir diese Befehle und diese Gebote gleich auf jeder Stufe oder unterschiedlich? Selbstverständlich fühlt das auf seine persönliche, individuelle Art und Weise, genauso wie wir diese Welt wahrnehmen, diese Welt, in der wir existieren. Auch hier fühlt jeder die Welt auf seine besondere Art und Weise. Wir können das noch nicht einmal untereinander vergleichen. Und im Spirituellen lernen wir dann, wie wir den Freund verstehen können, mit Hilfe dessen, dass wir uns in ihn einkleiden, er kleidet sich in mich ein und so weiter. Dafür gibt es eine spirituelle Technik mit Hilfe des Gebens. Aber in unserer Welt, wo komplett in dem Empfangen ist, haben wir keinerlei Möglichkeiten, einen anderen zu fühlen oder zu verstehen. Und wie sehr ich mir den Freund in meinen Augen vorstellen kann, mit Sicherheit belüge ich mich hier selbst. Und deswegen nur im Aufstieg zum Geben kommen wir zu dem Zustand, wo wir immer mehr und mehr Möglichkeit haben, zu verstehen und den Freund richtig zu fühlen, in dem Maße, wie jeder von uns diese spirituelle Eigenschaft erwirbt. Latin 2. Gracias, Rob. Cuando llego a ese, a esos pequeños momentos en los que puedo nicht zu diesen kleinen Momenten gelangen, denn ich, denn das Verlangen des Schöpfers fangen kann und dran fassen kann. Wie kann ich dran verbleiben und nicht dran binden? Weil der Wille zu empfangen mich schlägt wie ein Hausherr an seinem Hund mit dem Stock. Also wie kann ich mich an diese Zustände binden? Ja, gerade dank diesem Stock wirst du vorankommen. Versuche, mit der Gruppe verbunden zu sein und mit dem Studium, mit diesen Abschnitten, die wir mit euch hier lesen, so viel wie möglich mit ihnen verbunden zu sein. Und dank dem wirst du den Weg erkennen. Plötzlich wirst du den inneren, das innere Wesen verstehen in den Abschnitten, die wir mit euch lesen. Dann wirst du sehen, dass jeder Abschnitt dir den ganzen Weg wiedergibt. Nur jedes Mal ist das von einer anderen Perspektive. Hinti 2. Sie haben gesagt, wenn du dich dann deinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hast, dann musst du dann dich mit seiner Arbeit beschäftigen. Wie kann man das mit dem Spirituellen beschäftigen? Du musst auf der Arbeit das tun, was dein Chef von dir verlangt. Punkt aus. Ja, Raf, diese Arbeit, die wir jetzt haben, ich habe festgestellt, dass wenn ich in schweren Gefühlen mich befinde, akustisch leider schlecht zu hören, aber eben das Problem ist in diesen Zwischenzuständen, weder das noch dies, wie verlieren wir uns in diesen Zuständen nicht? Du musst deine Feinfühligkeit erweitern von dem Zustand, in dem du dich befindest, wenn die Mehrzahl unserer Zustände, das ist nicht sehr gut oder sehr schlecht, sondern in der Mitte, ja, so grau. Und hier müssen wir unsere Feinfühligkeit erweitern, sie vergrößern,
Und dann müssen wir in diesen grauen Zustand genauso sowohl gute als auch schlechte Zustände erkennen und zusammen damit arbeiten. Jedes Mal die Sensibilität erweitern, ja? Sie höher drehen in dem Zustand, in dem wir uns befinden. Wenn sogar ein Augenblick der Abtrennung von der spirituellen Arbeit für uns so vorkommt, als hätten wir ein Jahr lang, wären wir nicht dabei gewesen. Und daran muss man arbeiten, ja. Aber was bedeutet das genau, wenn Sie sagen, die Sensibilität zu erhöhen? Das ist mit Hilfe dessen, dass ich in der Verbindung mit den Freunden bin und wenn ich die Quellen lese, mit Hilfe dessen, tue ich meine Sensibilität erhöhen zu diesen Zuständen auf meinem Weg. Wir haben keine anderen Mittel, um unsere Sensibilität zu vergrößern. Von den Etappen, in denen wir uns befinden. Studium und Verbindung. Im Studium verbinden wir uns mit den Kabbalisten und in der Verbindung verbinden wir uns mit unserem Kli. Und wir haben nichts weiteres. Okay? Kiew. Hallo Lehrer, hallo Freunde, Frage von unserem Zehner. Was ist der Unterschied zwischen Unterwerfung und Annullierung? Diese Dinge sind einander sehr nah. Nur, dass der Mensch, wenn er sich unterwirft oder wenn er sich annulliert, sich verbeugt, das sind weitaus breitere Dinge und nicht so genau, aber die Annullierung an sich, also Betul, die Annullierung von mir selbst, das sind schärfere Dinge, wenn ich in einem Zustand bin und ich annulliere mich in diesem Augenblick. Das ist der Unterschied. Aber auf dem Weg sowohl als auch brauchen wir. Nur zwei. Was ändert sich in uns in dem Moment der Offenbarung der Spiritualität? Was sich in uns verändert? Wir ziehen das Licht an, das zur Quelle zurückführt. Und er erweckt in uns die Eigenschaft des Gebens, welche dann unsere Kelim korrigiert, damit sie umzugeben sind. Und dann in diesem Kelim des Gebens, aus dem Verlangen zum Verlangen umzugeben, verstehen wir, was ist die Eigenschaft des Gebens von Bina. Also. Und dann korrigieren wir sogar unsere empfangenen Kelim, also um zu empfangen. Und damit enden wir dann bereits förmlich dem Schöpfer. Immer wie Uchorisch alle Bet, tun wir uns aus Malchut zu Bina erheben. Und in der Arbeit mit dem Aviyut, Gimel und Dalet erheben wir uns von Bina zu Keter. Pitach Tikva 18. Punkt Nummer 11 hat Rabash geschrieben, auch wenn es unzählige Gedanken gibt und Klärungen und so weiter. Und meine Frage ist, was ist der beste Weg in Szene wäre, um diesen Abschnitt Nummer 11 einzusaugen? Versuchen, sich selbst gegenüber den Freunden zu annullieren, so wie du dich vor dem Schöpfer annullierst, weil hinter ihnen steht der Schöpfer. Und dann, mit Hilfe dessen, steigst du bereits zum Glauben über den Verstand auf. Wenn auf praktische Weise, in diese praktischen Annullierung, wenn du dich praktisch von den Freunden annullierst.
Aber die Sache ist, wenn wir uns während des Tages treffen, wäre es besser, mehr in diesen Artikel einzutauchen, über den Artikel zu sprechen, Fragen und Antworten zu liefern, damit wir mehr Ahnung davon bekommen. Ja, sicher. Schaut selbst, was für euch besser ist, weil der Mensch lernt nur dort, wo zu sein Herz strebt. Ich kann dir das nicht sagen. Ihr müsst selbst sehen, was es sich lohnt. Manchmal gibt es solche Tage, wo ihr absolut nichts lesen wollt. Aber das Wichtigste ist, jeder von sich etwas zu sagen oder einfach nur vor dem Bildschirm zu sitzen und vielleicht eine kleine Mahlzeit veranstalten, ja? Frankreich. Bonjour Rav et bonjour les amis. Bonjour. Hier pendant la leçon, tu as dit que nous n'atteignions pas ni Hokma ni Keter, que tout ce qu'on faisait c'était de s'élever à Bina. Et là, tu dis qu'en travaillant avec les Rishimot Gimel et Dalet, on peut s'élever jusqu'à Keter. Gestern haben Sie beim Unterricht gesagt, dass wir Keter nicht erreichen mit unserem Verstand. Nun haben Sie gesagt, wenn wir mit Rishimot Gimel und Dalet arbeiten, dann können wir doch Keter erreichen. Ich bin verwirrt. Nein, ich weiß nicht, warum ich gestern das gesagt hatte, wenn ich das überhaupt gesagt hatte. Unsere Arbeit im Glauben, in dem Verstand, das ist im Geben über die Stufe des Empfangens. Und auf der Stufe des Gebens können wir in dem Zustand von Katnut sein, der Arbeit mit unseren Verlangen im Aviut, Shoresh, Alef und Bet, also Malchut, Zeran, Pin und Bina. Und danach können wir uns genauso auch in dem Verlangen Gimel und Dalet befinden, wenn wir dann bereits umzugeben bekommen, weil in Schufen Shoresh und Bet, Alfbet, dort geben wir, aber in den Stufen Gimel und Dalet können wir genauso auch empfangen, umzugeben. Das nennt man Zustand von Gadlut. Das ist alles Zustand, in dem wir uns auf den Stufe Shoresh entwickeln. Das ist die Stufe von Ibur, also das Embryo. Und Aleph in dem Zustand, das ist bereits die Stillung, Jenika. Und in dem zweiten Zustand ist es bereits die Kindheit, Narut. Aber auf den Stufen Gimel und Dalet, dort bekommen wir bereits umzugeben. Wir sind bereits erwachsen. Wir ähneln bereits dem Schöpfer. Weil in dem Zustand von Katnut, dort können wir absolut nichts geben. Wir versuchen lediglich, uns anzugleichen. Ein Beispiel zu nehmen, wie ein kleines Kind ein Beispiel nimmt von einem Erwachsenen und will ihm ähnlich sein. Aber von unserer Seite können wir keine Rektur machen, aber auf den Stufen Gimel und Dalet des Aviyots, dort bekommen wir bereits umzugeben. Und dort gibt es bereits echte Arbeit. Moskau 6. Ja, folgende Frage. Es ist richtig, in sich und auch in der Gruppe die Wichtigkeit des Endzustandes zu erheben, der Zustand der Verbindung mit dem Schöpfer, alle anderen Zustände einfach alles Zwischenetappen zu betrachten, nicht in jeden Zustand einzutauchen, sondern nur das Ende zu betrachten. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Mehr nach innen gehen, nicht nach innen gehen. Wenn du so mit deinen Zuständen spielst, denke ich nicht, dass du etwas richtig machst. Wir haben gesagt, was wir zu tun haben. Mit all den Zuständen, in denen wir uns befinden. Ich muss überprüfen, tue ich mein eigenes Verlangen ausführen oder das Verlangen des Schöpfers. Wenn ich nicht weiß, was das Verlangen des Schöpfers ist, dann gibt es das Verlangen der Gruppe und dann von einem Verlangen, der Verlangen der Gruppe, zu dem Verlangen des Schöpfers übergehen. Das ist alles. Und all diese Reden, die du schwingst, ich denke nicht, mir ist das nicht so ganz klar. Bitte, Artikel 5.
Rav, in welchem Maße muss diese Arbeit gegen den Verstand gehen? Muss gegen mein Verlangen oder gegen meine Gedanken sein, Verlangen für den Schöpfer? In dem Maße, wie du aufsteigst auf der spirituellen Leiter, du musst über deinem egoistischen Verlangen zum Geben aufsteigen, zu der Liebe. Zusammen damit, basierend auf dem egoistischen Verlangen, so wie mit den Schülern von Rabbi Shimon, es gewesen ist, die verstanden haben, dass sie einen umbringen wollen, gefühlt haben. Andererseits lieben sie sich wiederum. Also, so wie Aviyud, so auch die Reinheit, Zakut, all das ist dort vorhanden. Ich suche nach einem praktischen Beispiel. Zum Beispiel der Mensch bei seiner täglichen Arbeit. Ja, jetzt hat er eine Pause. Es hat 5 Minuten Pause, geht dann Zigarette zu rauchen, öffnet sein Handy. Ich kann auf meinem Handy irgendeinen Blödsinn im Internet lesen oder ich könnte den Artikel von Rabash lesen. Hier ist es klar, das ist die Arbeit gegen meinen Verlangen. Nur meistens mit meiner Zigarette. Die rauche ich zum Ende oder die schmeiße ich weg oder was soll ich damit machen? Das ist mein Verlangen, die zu rauchen. Er gräbt mich unter mich. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich habe stundenlang gesessen, sagen wir mal 7, 8, 9 Stunden vor dem Rabash gesessen, als wir zum Beispiel nach Tverin gefahren sind. Wir haben geraucht und Kaffee getrunken und studiert. Und für gewöhnlich hat uns das nicht gestört. Und dann später, bereits das letzte halbe Jahr dann, hat er bereits aufgehört zu rauchen und hat Nobles geraucht. Nelson. Also hört er auf zu rauchen. Ich habe auch nicht neben ihm geraucht. Und das hat uns nicht gestört. In Wirklichkeit, viele Kabbalisten im Laufe von vielen Jahren, hunderten von Jahren, von der Zeit, als der Tabak erfunden wurde, oder sie haben gesagt, dass das Rauchen der Konzentration hilft. Das Wichtigste ist, dass das nicht der Wissenschaft der Kabbalah schadet, sondern dem allgemeinen Gesundheit. Ja, die Frage ist nicht wegen der Gesundheit, sondern mit dem Verlangen. Sie haben ja vor kurzem gesagt, ich muss lernen sagen, nein, das, was meinem Verlangen zu empfangen angenehm ist. Und sagt ja, also denn was mein Verlangen zu empfangen unangenehm ist. Was ist denn die richtige Resolution da? Ich denke nicht, dass du diese Resolution erweitern musst. Das Wichtigste ist, in der Klärung zu sein, was stört uns, um alle Hindernisse zu überwinden, sondern wie man muss daran denken, wie man mehr Kräfte für sich mehr anheften bekommen kann. Ansonsten wirst du dich in diese ganzen Hindernisse vertiefen und wirst dich von ihnen nicht trennen können. Das bedeutet, dass die Arbeit ist mehr im Gedanken. Damit wird Verlangen zu arbeiten, damit das Verlangen leer sein wird. Es gibt kein leeres Verlangen. Also mein Verlangen, mein Wunsch, dann mich mit diversen Sachen zu befüllen von dieser Welt. Gar keinen Bezug dazu haben? Nein, keinerlei Bezug, nein. Entweder du musst übergehen von einem Verlangen in ein anderes Verlangen zu übergehen, also von einer Beschäftigung zu anderen übergehen. Das heißt, du musst vielleicht Nachrichten hören, etwas nicht mit der Wissenschaft, etwas lesen, was nicht mit der Kabbalah verbunden hat.
Aber das sind die Dinge, die uns einfach nur unser Studium, unser Leben begleiten. Hergelernt. Aber es ist richtig zu sagen, dass wenn ich etwas finde, das mich stört, in den richtigen Gedanken zu befinden, dann gibt es auch Störungen bei meinen Freunden im Zähne. Dann wäre es besser, an sie zu denken, damit sie sich verbinden, anstelle dann mich mit meinen Gedanken, unendlichen Gedanken zu beschäftigen. Das ist klar, dass es sich nicht lohnt, mit den eigenen Verlangen sich zu beschäftigen. Man muss mal übergehen, von den eigenen Verlangen in die Verlangen der Gruppe übergehen. Das ist genau das, worum wir uns permanent bemühen müssen. Okay? Petach Tikwa 35. Vielen Dank, Graf. Nach den Klärungen von gemeinsamen Unternehmungen, die wir gemeinsam tun können, und wenn wir uns vorstellen, was der nächste Zustand, können wir sagen, dass während der nächste Zustand ist der Zustand des Schöpfers? Nein, ich kann das nicht sagen. Man muss permanent in der Klärung sein und dann wird sich das immer und immer mehr erkenntlich zeigen. Das Wichtigste ist, man muss sehen, was innerhalb des Wissens ist und was ist über dem Wissen. Ja, Sie haben gesagt, dass wir jetzt in Malchut in Bezug auf Bina arbeiten, in diversen Aviut. Arten. Schorisch Alef Bet. 0, 1, 2. Ja. Ja, aber was bedeutet das genau in unserer Arbeit? Diese Stufen der Annullierung. Ist das die Annullierung im Zehner? Dass wir uns in der richtigen und guten Verbindung wiederfinden können, miteinander, in unserem kleinen Verlangen. Ja, weil Schorisch Alef und Bet, das ist immer noch nicht das Verlangen des Empfangens, in die ich bekommen möchte, aber das Verlangen, was heißt also des Gebens. Wir beginnen sie mehr und mehr, werden beginnen sie zu erkennen und werden sehen, wie man mit ihnen arbeiten muss, kann. Holland. Thank you, Ralph. In this whole process of scrutiny and raising our sensitivity towards ja, in diesem ganzen Prozess der Klärung und Erhöhung der Sensibilität in Bezug auf diverse Zustände, was ist der Schlüssel, der uns hilft, Mann zu erheben? Chisaron. Und wünschenswert, dass dies der gemeinsame Chisaron zwischen uns ist, nicht von einem einzelnen Menschen, dass er den Mann erhebt, sondern der Aufstieg des Mannes, das ist zu unserer Wurzel, zum Ketter. Und er leuchtet allen im gleichen Maß und deswegen wünschenswert ist es, dass wir alle gemeinsam zu ihm unsere Bitte erheben, die Bitte zur Verbindung und in dieser Verbindung werden wir dann ihm ähnlich werden. Moskau 1. Wenn wir auf diesen Abschnitt nochmal positionieren, am Ende steht, dass der Schöpfer ihn in seine Nähe bringt. Was bedeutet das genau? Dass der Mensch fühlt, dass er dem Schöpfer ähnlicher geworden ist und laut dieser Ähnlichkeit der Eigenschaften ihm näher wurde, dem Schöpfer. Also, Gilad, wo sind wir? Abschnitt Nummer 12. Ach, wir haben gar nichts gelesen, dann lies. Abschnitt Nummer 12. Speziell diejenigen, die das Geben erreichen wollen, spüren die Leere in sich und brauchen die Größe des Schöpfers. Sie können diese Leere spezifisch mit Erhabenheit füllen, die voll von Mitzvot genannt wird.
Und zwar in der Masse, dass sie den Schöpfer bitten, ihnen die Kraft zu geben, über den Verstand gehen zu können, was als Erhabenheit bezeichnet wird. Mit anderen Worten, sie bitten den Schöpfer, ihnen die Kraft in der Erhabenheit zu geben, die über den Verstand in der Größe und Wichtigkeit des Schöpfers ist. Und sie wollen nicht, dass der Schöpfer sie das erlangen lässt, weil sie sich mit bedingungsloser Hingabe unterwerfen wollen, aber sie bitten den Schöpfer um Hilfe. Und insofern können sie den leeren Platz mit Mitzvot füllen. Und das ist die Bedeutung von gefüllt mit Mitzvah wie ein Granatapfel. Nochmals Artikel Nummer 12. Eben diejenigen, die das Geben erreichen wollen, sie spüren eine Leere in sich und brauchen die Größe des Schöpfers. Sie können diese Leere spezifisch mit Erhabenheit füllen, die voll von Mitzvot genannt wird. Und zwar in dem Maße, dass sie den Schöpfer bitten, ihnen die Kraft zu geben, über den Verstand gehen zu können, was Erhabenheit genannt wird. Mit anderen Worten, sie bitten den Schöpfer, ihnen die Kraft in der Erhabenheit zu geben, die über den Verstand in der Größe und Wichtigkeit des Schöpfers ist. Sie wollen nicht, dass der Schöpfer sie dies erlangen lässt, weil sie sich mit bedingungsloser Hingabe unterwerfen wollen, aber sie bitten den Schöpfer um Hilfe. Und in der Masse können sie den leeren Platz mit Mitzvot füllen. Und das ist die Bedeutung von gefüllt mit Mitzvot wie ein Granatapfel. Petach Tikva 13, bitte. Was ist der Unterschied zwischen Füllung, die Wichtigkeit ist, und anderer Füllung? Und das ist wie ein Genuss gefühlt, aber was ist der Unterschied zwischen beiden? Rav, ich kann dir nicht sagen, wie Genuss gefühlt wird. Natürlich ist jedes Mal Füllung Genuss, aber es gibt hier einige Formen und Arten. Es hängt davon ab, was das Kli erwartet, dass passieren wird. Das ist alles gegenüber dem Mangel gefühlt. Das, was ist der Unterschied zwischen im Kli? Was ändert sich im Kli? Rav, im Kli ändern sich immer die Werte. Gegenüber der Stufen von Aviut. Dass wir nicht fühlen die Aviut selber. Wir haben kein Kli, das die ganze Zeit, wo man die ganze Zeit untersucht und abwägt, unsere Aviut, unseren Willen zu empfangen. Sondern stattdessen fühlen wir, der Wille zu empfangen ist ein Gefühl. Du fühlst das. Also fühlen wir die Wichtigkeit, die Größe, alle möglichen Begeisterungen des Verlangens. Und dementsprechend arbeiten wir. Wir geben Zahlen, Ziffern, was wichtiger ist. Student, es stellt sich heraus, dass die Wichtigkeit bedecken kann alle Lehre des Kli. Rav. Wichtigkeit kann alles bedecken. Weil das ist schlussendlich alles wird mit der Größe des Schöpfers in deinen Augen bedeckt. Almata, bitte.
Danke, mein Lehrer. Eine Frage betreffend der Erfassung der Wirklichkeit gegenüber Bina. Bina ist, wenn wir richtig verstehen, die Wirklichkeit, wo alles sich... wo alles sich zeigt, auch wenn der Verstand mir das nicht genau zeigt. Und noch eine Frage. Sie lernen uns. Einerseits hast du vor dir den Schöpfer und das Weltkli. Auf der anderen Seite hast du die kleinen Studenten, die sich von unten nach oben erheben. Rav sagt, das ist mir egal. Das ist ihm egal. Der Schöpfer sieht euch bereits in der höchsten Stufe, in der Verbindung. Und es ist kein Unterschied für ihn, sich um euch zu kümmern, obwohl ihr in eurem Gefühl euch noch ihm entgegengesetzt fühlt. Aber es gibt einen Unterschied dazwischen, wie er euch sieht und wie ihr euch selber seht. Er sieht euch bereits in der Endkorrektur und ihr seht euch selber in dem Zustand, in dem ihr euch seht. Und so werden schön langsam diese Dinge, nähern sich diese Dinge einander an. USA, Los Angeles. Student. Danke, Rav. Es gibt hier zwei Zitate, die ein bisschen verwirrend sind. Die erbitten vom Schöpfer die Kraft, oberhalb des Verstandes zu gehen. Und danach verlangt man vom Schöpfer, dass sie das erlangen lassen. Ob dieses Verlangen, diese Bitte vom Schöpfer, die Kraft zu geben oberhalb des Verstandes, ist das etwas, was ich von mir selber bitte? Ist das was anderes als die vorige Bitte? Rav, ich möchte aufsteigen im Glauben über den Verstand, weil ich in den Eigenschaften des Schöpfers sein möchte. Und damit bereite ich ihm Genuss. Und das ist es. Danach, wenn ich bereits diese Eigenschaft erhalten habe von Bina, geben, glauben, egal wie wir das nennen, dann kann ich mit dem Gefühl von Bina, mit der Kraft von Bina, meinen Willen zu empfangen, meine Kräfte zu empfangen, reinigen und sie zum Geben verwandeln, ins Geben umwandeln. Das ist unsere Arbeit. Sichron Nummer 2. Ja, L.A. noch einmal. Was mich hier verwirrt ist, dass es hier zwei Zitate gibt. Das eine, wo man den Schöpfer bittet, ihm die Kraft zu geben, über den Verstand zu gehen. Und das zweite Zitat ist, wo man den Schöpfer bittet, dass er ihnen die Erlangung dessen gibt. Die Frage ist, ob diese beiden Bitten entgegengesetzt sind einander oder ob die gleich sind. Der Schöpfer lässt ihn doch das nicht erlangen. Rav, du kannst die Bina nicht erlangen, du kannst nur erlangen, die Arbeit, die Form der Arbeit, wie du mit Bina arbeitest, wo du dich selber dem Schöpfer ähnlich machst, dass du in der Kraft des Gebens bist. Die Kraft des Gebens selber ist Keter. Und die Kraft Bina ist die Kraft von Keter, die eingekleidet ist, den Willen zu empfangen. Und das ist es, was wir erlangen können. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich möchte die Frage noch einmal genauer stellen. Sie wollen nicht, dass der Schöpfer das erlangen lässt, steht in dem Zitat geschrieben. Und die Frage von L.A. ist, von Los Angeles ist, er ist verwirrt. Er fragt, ob er, der Schöpfer lässt ihn das nicht erlangen und da ist doch diese Bitte dem entgegengesetzt.
Rav sagt, nein, wir sollen uns nur ums Geben bemühen. Und wenn unsere Kraft des Gebens, wenn wir beginnen, etwas zu empfangen vom Schöpfer, dann ist auch das, was wir empfangen, um des Gebens willen. Zuallererst nur dafür haben wir die ganze Weisheit der Kabbalah erhalten und den Willen zu empfangen, um die Kraft des Empfangens über alles zu erheben. Das ist die Eigenschaft des Schöpfers. Und um ihn zu erlangen, muss ich mich anpassen, auch um empfangen, um zu geben. Da muss ich die Kraft des Gebens erheben. Sogar zu empfangen, sogar der Wille zu empfangen, den stelle ich ab, um aus ihm das Geben zu machen, zu schaffen. Ist das klar? Gut, Sichon 2 jetzt. Die Wahrheit ist, dass ich genau das fragen wollte. Ich hätte das gerne ein bisschen tiefer geklärt. Sie wollen, dass der Schöpfer ihnen die Kraft der Erhabenheit gibt, die oberhalb des Verstandes ist, in der Größe des Schöpfers. Und sie wollen aber nicht, dass der Schöpfer dir das erlangen lässt. Wenn ich aber die Größe und die Wichtigkeit des Schöpfers fühle, dann fühle ich doch Erlangung. Wie tut man diesen Widerspruch lösen? Die Wichtigkeit und Größe des Schöpfers ist doch schon Erlangung. Wie kann ich wollen, dass das nicht passiert, dass das nicht erlangt werden kann? Die Frage ist, wie arbeite ich, sagt Rav, mit dem, was ich vom Schöpfer erhalte? Ich bemühe mich, zu verstärken, zu vergrößern meine Kraft des Gebens, oder will ich mehr verstehen und in meinem Verstand bleiben? Ich möchte die ganze Zeit im Glauben oberhalb des Verstandes sein, dass die Kraft von Binah, die Kraft des Gebens, stärker ist als die Kraft des Empfangens. Und die Kraft des Empfangens, die sich zeigt, die benütze ich, um noch mehr im Aufstieg der Kraft des Gebens zu sein. Student, das heißt, dass das ist die Absicht, das bedeutet, dass es immer Ein- und Ausgänge gibt. Hier ist die Erlangung, hier ist das Empfangen. Und wieder möchte ich das in Wichtigkeit und Größe des Schöpfers verwandeln und vergrößern. Und auf über das erhebe ich mich. Okay, danke schön. Italien 1. Die Kraft des Gebens langen und fühlen, gelangen wollen, fühlen eine Leere ihnen. Und das ist gut, natürlich ist das gut, sagt Rav. Das erweckt uns, das zeigt uns, wie sehr wir nicht erhalten haben, Kelim, entdeckt haben, Kelim, in der man in einer spirituellen Eigenschaft sein können, dass immer noch unsere Verlangen leer sind, wegen Mangel an Korrekturen, wegen einem Mangel an Absichten von uns zu geben. Und deshalb sind sie leer. In dem Moment, wo der Wille zu empfangen in ihnen sich zeigt, das Verlangen selber ist der Schöpfer, aber in dem Moment, wo die Absicht zu geben sich in ihnen zeigt, sofort fühlen wir in ihnen die spirituellen Erkenntnisse. Max 16. Wenn wir denn die Lehre mit Mitzvot erfüllen, können Sie erklären, was das heißt? Das heißt, dass wir die Verlangen, um meine Verlangen zu verlangen, verwandle in und sie benütze zum Geben. Eine Mitzvah, ein Gebot, heißt, dass ich den Willen zu empfangen nehme, der sich in mir zeigt, und mit ihm im Geben arbeite, dass ich von Empfangen bis zum Geben den Willen zu empfangen nehme,
Und das heißt geben, dass wir uns jetzt befinden in irgendwas und entdecken, was unser Verlangen heißt und es erheben wollen, von Empfangen zu geben. Das heißt, im Glauben über den Verstand aufzusteigen, sich zu erheben über den Glauben, mit dem Glauben über den Verstand. Das heißt, dann machen wir ein Gebot, Mitzwa. Mitzwa ist ein Gebot des Schöpfers, dass wir das so tun müssen. Ein Auftrag. Weil wenn wir 613 Verlangen haben, brauchen wir und müssen wir jedes Verlangen korrigieren. Das heißt, wir müssen 613 Korrekturen, Mitzvot, Gebote durchführen. Und das wird nicht mit Händen und Füßen gemacht. Das ist nur in unserem Verlangen drinnen. Vor allem das Herz des Menschen korrigieren, die Verlangen des Menschen korrigieren, so wie Ibn Ezra schreibt. Gut. Ich denke, wir haben noch zwei, also fragen wir nochmal. Lassen wir noch mal fragen. Türkei 4. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Weltkli. Die Frage ist, wie können wir die Wichtigkeit des Schöpfers vergrößern und das Gefühl des Empfangs, des Gebens im Zehen Raf nur indem einer dem anderen hilft. Dass wir gemeinsam studieren, dass wir gemeinsam nachdenken, dass wir beginnen zu verstehen, zu verdauen, dass der Schöpfer in unseren Augen wichtig ist. In diesem Maße können wir in der Spiritualität aufsteigen, in spirituelle Stufen. Das heißt, von ihm haben wir alle Verlangen, alle Gedanken, alle Masachim, alle Eigenschaften. Und wenn er in unseren Augen wichtig ist, je nachdem bekommen wir den Aufstieg. Petach Tikva 23, bitte. Nach Ihrem Ratschlag haben wir uns im Zehner getroffen und haben heute gesprochen, haben gesprochen über das heutigen Unterricht. Gerade die, die geben wollen, fühlen ihre Leere. Meine Frage ist, wenn ich keine Leere fühle, heißt das, dass ich nicht zum Geben gelangen will? Raf, vielleicht willst du dorthin gehen, aber du gehst noch nicht dorthin. Weil die Lehre sagt dir, dass du dich vorbereitet hast für den nächsten Schritt nach vorne. Und wenn du diese Lehre nicht fühlst, was für einen Schritt nach vorne kannst du tun? Aber du lernst weiter, du tust dich mit den Freunden weiter vereinen und dann wirst du diese Lehre fühlen und machst einen Schritt nach vorne. Und wir merken, das Kli, das Verlangen, den Absturz sozusagen. Und es gibt Tätigkeiten, wo wir nach vorne schreiten, das Kli erfüllen, den Aufstieg machen. Es gibt solche und solche Tätigkeiten. Und so tut man auf beiden Beinen fortschreiten. Oder Tag und Nacht. Ich sehe, es hört nicht auf. Mag 3. Ja. Wie kann man ein Verlangen erkennen, einen Zustand der Leere? Wie können wir unser Verlangen im Zustand der Leere entdecken? Wie können wir unsere Leere fühlen dadurch, dass wir, indem ich entdecke, dass ich etwas möchte oder nicht möchte? Das heißt, ich habe das Gefühl der Leere und ich fühle mich leer. Und ich habe keine Anziehung zur Spiritualität. Normalerweise würde ich mich mit der Spiritualität hinwenden und ich entdecke sie leer. Und ich kann damit gar nichts anfangen. Und hier brauchen wir die Hilfe der Umgebung. Und wenn der Mensch selber so einen Zustand entdeckt, dann ist es schade, allein zu bleiben. Nur sich mit der Gesellschaft vereinen und von innen das Erwachen erlangen. Kaukasus, bitte.
Sagen Sie bitte, können wir irgendwie mit Ihnen 613 Gebote arbeiten, diese auf uns nehmen? Sie werden sich in dir zeigen, nach deiner Fähigkeit des Willens zu empfangen, werden sich dir zeigen, diese und jene. Das hast du 248 Tätigkeiten des Gebens und 365 Tätigkeiten des Empfangens. Und zu den Tätigkeiten zu empfangen, um zu geben zu gelangen, 365 an der Zahl, das ist noch sehr weit von uns. Aber zu Tätigkeiten des Gebens, um zu geben, von Malchut zu Bina, wie wir gesprochen haben, diese zu tun. Und das werden wir alles, was sich in uns zeigt, nur den spirituellen Aufstieg zu verlangen, oberhalb von dem, was sich zeigt. Das ist sehr einfach. Und das sich für uns zu lesen, zu lernen, diese Dinge. Nein, 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 das wird euch nur verwirren. Und auch wenn ihr schaut, was Kabbalisten geschrieben haben, sie haben das geschrieben, dass man zum Beispiel Segensprüche sagen muss, bevor man isst und alle möglichen Dinge. Das ist... Das wird überhaupt nicht verständlich sein für euch. Danach, in dem Maße, in dem ihr zu solchen Verlangen gelangt, dann werden wir darüber sprechen, wie man diese Dinge ausführt. Aber jetzt wird euch das nur verwirren. Im Moment macht gar nichts, bitte. Nur diese Abschnitte, die wir lesen, oder die Artikel, die wir lesen, woher diese Zitate hergenommen werden. Das könnt ihr lesen, so viel ihr wollt. Aber nicht bitte. Beschäftigt euch nicht mit den Geboten jetzt. Gebote, sie werden sich zeigen, werden sich uns offenbaren aus Büchern, an die ihr gar nicht gelangen könnt. Das sind die Bücher der Kabbalah, die über die Mitzvot sprechen. Das ist nicht, was ihr in der normalen Literatur finden könnt. Gut. Na, Moskau 1. Guten Morgen, Rav. Auf guten Morgen. Kann man sagen, dass alle Verlangen sich die Menschen offenbaren, der Mensch keinen Bezug dazu hat, ist irgendwie zu erfüllen. Ich weiß nicht, was du hier sprichst. Mach einfach, was wir gesagt haben, ohne Philosophie. Wenn wir wissen, was zu tun ist, oder wir klären, was zu tun ist, und danach, wenn wir was tun, dann verstehen wir, was passiert ist. An seinen Tätigkeiten sollst du ihn erkennen, an seinen Handlungen. Nur aus den Handlungen heraus. Wenn du jetzt beginnst, ja zu philosophieren, ob das so oder so ist, das erscheint mir nicht, dass du dann mehr verstehen wirst. Das wird dich nur verwirren. Gut, Freunde. Wir gehen über zu Pticha. With one smile and one tear.
Wir lesen von Baal HaSulam die Einführung in die Weisheit der Kabbalah und wir lesen Punkt 26. Überschrift 5 Parzufim der Welt Adam Kadmon. Punkt 26. Wir haben nun den Begriff des Masach gründlich aufgeklärt, der im Kli Malchut, der Prina Dalet, nach Zimzum Aleph aufgestellt wurde und ebenso die fünf Arten von Sivuk der HKA in diesem Massach, die die fünf Stufen der zehn Sfirot ergeben, eine unter der anderen. Nun können wir über die fünf Parzufim der Welt Adam Kadmon Ak lernen, die den vier Welten von Abia vorangehen. Man weiß bereits, dass das Ochoser, das durch Sivuk der AKA von unten nach oben aufsteigt und die zehn Sphirot des höheren Lichts bekleidet, lediglich für die Wurzeln der künftigen Kelim genügt, die zehn Sphirot de Rosh, Kopf des Parzuf, genannt werden. Und um die Erschaffung der Kelim abzuschließen, erweitert sich Malchut de Rosh von jenen zehn Sfirot von Orchoser, die sich in die zehn Sfirot de Rosh einkleideten, und breitet sich von oben nach unten aus, entsprechend dem Maß des Niveaus der zehn Sfirot de Rosh. Durch diese Ausbreitung werden die Kelim, die Guf, Körper des Parzuf genannt werden, vollendet. Daher sind immer zwei Arten der zehn Sfirot in einem Parzuf zu unterscheiden. Die Sfirot des Rosh und die Sfirot des Guf. Und merke dir das noch einmal. Punkt 26. Wir haben nun den Begriff des Massach gründlich aufgeklärt, der im Kli Malchut, der Prina Dalet nach Zimzum Aleph, aufgestellt wurde. Und ebenso die fünf Arten von Sivuk der HKA in diesem Massach, die die fünf Stufen der zehn Sfirot ergeben, Stockwerke der fünf der zehn Sfirot ergeben, eine unter der anderen. Nun können wir über die fünf Parzufim der Welt Adam Kadmon Ak lernen, die den vier Welten von Abia vorangehen. Man weiß bereits, dass das Orchoser, das durch Sivuk der AK von unten nach oben aufsteigt und die zehn Sfirot des höheren Lichts bekleidet, lediglich für die Wurzeln der künftigen Kelim genügt, die zehn Sfirot de Rosh des Parzuf genannt werden. Und um die Erschaffung der Kelim abzuschließen, erweitert sich Malchut des Rosh von jenen zehn Sfirot von Orchoser, die sich in die zehn Sfirot der Rosh einkleideten, und breitet sich von oben nach unten aus, entsprechend dem Maß des Niveaus der zehn Sfirot der Rosh. Durch diese Ausbreitung werden die Kelim, die Guf, de Parzuf genannt werden, vollendet. Daher sind immer zwei Arten der zehn Sfirot in einem Parzuf zu unterscheiden. Die Sfirot des Rosh und die Sfirot des Guf. Und merke dir das gut. Kiew. Wie bauen wir den Kopf, Rosh, im Ochoser? Raf, was heißt das? Wie weit ich dem Schöpfer geben will? Damit baue ich meine Gedanken, meine Absicht. Nachdem ich bitte, mich untersuche, wie weit ich geben kann oder von ihm empfangen kann, die Kräfte des Gebens, und wie weit ich erheben kann, mich über meinen Willen zu empfangen, durch Zimtzum, durch Einschränkung, nicht meinen Willen zu empfangen, für mich selber zu benutzen, sondern nur
für die Verbindung, um dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Und dann bekomme ich in meinem Willen zu empfangen solche Absichten und diese Absichten meine Absichten. Und da kleidet sich die Kraft, die vom Schöpfer kommt, sich ein. Und dann beginne ich zu fühlen, dass ich Verbindung mit dem Schöpfer habe. Und dann beginnt das Bauen des Parzuf. Das heißt, derselbe Wille zu empfangen, den ich gehabt habe und den ich reduziert habe. Und durch das höhere Licht beginnt er zu empfangen. Der Wille zu empfangen beginnt vom höheren Licht zu erhalten. Eine Behandlung. Das heißt, das höhere Licht beginnt ihn zu formieren. Wo der Teil von Rosh, Toch, Sof sind, was mit dem Willen zu empfangen zu geschehen hat. Student, was heißt, dass Malchut der Rosh sich ausweitet, Rav? Nachdem ich treffe, nachdem ich meine Bitte erhebe, mein Gebet erhebe, das Geben und ich vom Schöpfer empfange die Korrektur, dann ist mein Wille zu empfangen, der reduziert war, dadurch, dass ich jetzt vom Schöpfer erhalte Lichter, Korrekturen, Kräfte, Verständnis, dann beginnt mein Wille zu empfangen zu fühlen, wie er arbeiten kann. Und dann tut der Wille zu empfangen unter dem Einfluss des Schöpfers, zu beginnen, sich selber zu formieren, eine Form zu bekommen, was dem Schöpfer näher ist, mehr oder weniger, wo sind die Kelim des Gebens, des Empfangens, in welcher Form zu arbeiten. Und dann stellt sich heraus, dass die Hinwendung zum Schöpfer beendet ist und jetzt habe ich Korrektur. Der Schöpfer korrigiert mich, indem er mir das Licht schickt und das Licht tritt in mich ein und ändert die ganzen Verlangen, ordnet sie, filtert sie aus und so wird der Parzuf gebaut. Zuerst hat es einfach so ein Verlangen gegeben und dann habe ich es reduziert und dann habe ich nur ihn benutzt, um zu geben und dann habe ich eine Reaktion von ihm bekommen und diese Reaktion, meinen Willen zu empfangen, auf meinen Willen zu empfangen wirkt, er macht ihn dann zur richtigen Form in Rosh Toch Sof mit allen Teilen, die es im spirituellen Parzuf gibt. Student, ich weiß nicht, ob die Frage relevant ist, aber was wir im ersten Teil vom Unterricht gelernt haben, wir tun uns von Malchut nach Bina fortbewegen und bauen so den Rosh. Ungefähr so, sagt Rav. Rosh ist Reduktion, Zimzum, Masach, Sivuk der Aka. Das sind nicht Tätigkeiten, so wie wir dort gesprochen haben. Dort ist nur der Anfang der Verbindung mit dem Schöpfer. Hebräer 10. Der Prozess wird von Schande, Scham zur Ehre. Wie weit ich das bekomme vom Schöpfer, dann verwandle ich das von Scham zu Würde. Von dem, wie ich ihm entgegengesetzt bin, so wie ich ihm ähnlich werde, wie ich vom Tier zu Menschen werde. Natürlich macht das der Schöpfer, aber natürlich erst nach meiner Bitte. Student, das heißt, dass Malchut sich selber korrigiert? Ja, sagt Rav, das heißt, dass Malchut sich selber korrigiert. Gilad weiter. Punkt 27. Und nun kam anfangs der erste Parzuf der Welt, Adam Kadmon, hervor, den unverzüglich nach Zimzum Aleph, als Prina Dalet aufhörte, das Empfangsgefäß des höheren Lichts zu sein, wurde ein Massach errichtet und das höhere Licht wurde angezogen,
um sich in das Klimalchut einzukleiden, wie es seiner Natur entspricht. Aber der Massach in dem Klimalchut stoppte das Licht und wies es zurück. Als Ergebnis dieses Schlages, HKA im Massach von Prina Dalet, stieg das Orchoser bis zum Niveau Keter im höheren Licht auf, und dieses Orchoser wurde zur Einkleidung und Wurzel der Kelim für die 10 Sphirot im höheren Licht genannt. Im höheren Licht genannt 10 Sphirot de Roche des ersten Parzuf der Welt Adam Kadmon. Danach dehnte sich Malchut de Rosh, indem sie die Kraft der 10 Sphirot de Rosh benutzte, zusammen mit dem Orchoser aus, breitete sich von oben nach unten auf die neuen 10 Sphirot aus und somit wurden die Kelim von Guf vollendet. Alles, was im Parzuf in 10 Sphirot de Rosh potenziell existierte, kleidete sich nun auch in die 10 Sphirot de Guf ein. Somit wurden Rosh und Guf des ersten Parzuf der Welt Adam Kadmon abgeschlossen. Unity 3. Rav, sei gesund. Sagen Sie mir bitte. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, wie ihr es umbekommt. Ich würde sagen, Scham. Ich sag mal, respektiere. Sagen wir, die Liebe zu erwidern. Das heißt, dass wir mit dem Schöpfer zum Kontakt gelangen, fühlen wir, wie sehr er will zu empfangen, indem dass er empfangen möchte und sich selbst fühlen möchte, niedriger ist. Und wie sehr, wenn er sich zum Geben verwandelt, groß und respektabel ist. Das ist alles. Gut. Punkt 27, was wir gelesen haben, gibt es keine Fragen dazu, ja? Gut, dann lesen wir Punkt 28. Danach fand ein weiterer Sivuk der HKA mit dem errichteten Massach von Kli Malchut statt. Aber diesmal war in ihm nur Aviut de Prina Gimel vorhanden. Prina Dalet fehlte. Daher entstand als Resultat lediglich das Niveau Chochma mit Rosh und Guf. Da im Massach Aviut de Prina Dalet fehlt, hat er jetzt nur noch 4 Kelim. Kachab, Tiferet, Keter Chochma Bina und Tiferet. Daher kann sich das Orchoser nur noch in die 4 Lichter Chan, Ran, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh kleiden, während das 5. Licht Yechida fehlt. Dieser Parzuf der Welt Adam Kadmon wird Abdeat genannt, eine Stufe unter Parzuf Galgalta auf der Stufe Chochma. Und danach fand noch ein Sivuk der Aka auf dem Massach im Klimalchut statt, aber diesmal war in ihm nur Aviut de Prina Bet vorhanden. Während Prina Dalet und Gimel fehlten, als Folge tauchten die 10 Sphirot Rosh und Guf auf dem Niveau Bina auf. Dieser Parzuf als Sack der Welt Adam Kadmon, Sabdeak, in den 2 Welten Seranpin und Malchut und 2 Lichter, Chaya und Yechida, fehlen. Und danach fand noch ein Sivuk der Aka auf dem Massach statt, in dem lediglich Oviut de Prina Ale vorhanden war. Als Folge kamen die 10 Sphirot, Rosh und Guf, auf dem Niveau Tiferet hervor. Hier fehlen 3 Kelim, Bina, Seranpin und Malchut,
und drei Lichter, Neshama, Chaya und Yechida. Von den Lichtern sind hier nur Nefesh und Ruach vorhanden, die in den Kelim Keter und Chochma gekleidet sind. Dieser Parzuf heißt Ma und Bon, der Welt Adam Kadmon, der Welt Ak. Hier muss man sich an das umgekehrte Verhältnis zwischen den Lichtern und den Kelim erinnern, wie in Punkt 24 beschrieben. Bitte Arba. Petach Tikva 4. Wo wird das Orchoser gefühlt? Orchoser wird dort gefühlt, empfunden, wo das Ori Yashar empfunden wird. Und dort an jenem gleichen Ort, in jenem gleichen Verlangen, fühlt man auch das innere Licht, Orpnimi. Wir stellen uns das oberhalb des Verlangens vor. Wir können nur so darüber sprechen. All das ist immer nur der Wille zu empfangen, indem wir jetzt lernen, welche Handlungen stattfinden. Und der Unterschied zwischen Orchoser und Orpnimi ist nur, wenn ich vorher die Absicht zu geben habe und wenn ich empfangen will, um zu geben, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist nur seitens des Geschöpfes, was das Geschöpf mit seinem Verlangen tun möchte. Alle Handlungen finden nur im Verlangen statt. Und anhand dessen, wie sehr er sein Verlangen verändern möchte, von der Absicht zu empfangen, zur Absicht um zu geben, so fühlt er dementsprechend in der Wirklichkeit, welche vor ihm steht, dass das Licht sich ausbreitet, sich entfernt und so weiter. Aber alle Aktionen finden immer im Verlangen statt. Das Ergebnis aller Aktionen und Handlungen ist im Film des Schöpfers, im Geschöpf, im Verlangen, entsprechend den Handlungen des Geschöpfes. Petach Tikva 19. Ja, wir haben jetzt gelernt, dass es auch Welten gibt, Abia. Was genau ist mit diesem Parzufim dort? Wo gehören die hin? Was will er uns damit zeigen? Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch nichts über diese gelernt. Weiter. Kiew. Ja, lieber Rav, ich will dem Schöpfer zurückgeben mit Orchoser. Was heißt, man trifft sich im Sivuk der Akka? Was ist diese Absicht? Es ist nicht nur, dass sie sich treffen. Sie kleiden sich, sie kleiden einander an. Das Gefühl, das Treffen, die Umarmung, die Verbindung, verschiedene Formen zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und das alles anhand der Absicht des Schöpfers und der Absicht des Geschöpfes. Und das mit dem anderen, wie sie die Absichten des Geschöpfes, wie die Handlungen, wie die Absichten des Geschöpfes sind, so fühlt er den Schöpfer, offenbart ihn, enthüllt ihn und stellt ihn vor sich. Das ist unsere ganze Handlung, nur in unserer Erstellung von Schöpfer zum Geschöpf, dann enthüllt er, dass der Schöpfer sich immer zu ihm bezieht. Es war so und es ist auch jetzt so und es war immer so. Immer in absoluter Liebe sich zum Geschöpf bezieht. Aber das Geschöpf fühlt das auf verschiedenste Formen, welche richtig und passend sind für dessen Korrektur. Bei unserer Arbeit. Und was ist das Minimum? Was für ein minimales Orchoser brauchen wir, um einen Sivuk der Akka durchzuführen? Aviyut Shorosh mit dem Licht von Licht Nefesh. Und dann das Geschöpf sich fühlen, dass es im Schöpfer sich aufhaltet, so wie ein Embryo im Mutterleib. So geschrieben, er sieht Dinge vom Anfang bis zum Ende der Wirklichkeit und das Geschöpf verfügt
hat überhaupt kein Problem, weil es sich in Bezug zum Hören annulliert hat. Es arbeitet immer noch nicht mit dem Empfangsgefäßen, sondern nur, annulliert sich nur. Damit stört er den Hörer nicht. Auf der anderen Seite aber fühlt auch den Hörer. Aber er fühlt den Hörer nur auf Stufe von Nefesh. Auf Stufe Nefesh, das heißt, er kann nicht, es kann nicht den Hörer erfassen, verstehen. Genauso wie das Mutter, so das Baby die Mutter nicht verstehen kann, aber das Baby empfängt alles von der Mutter. In Ordnung. Petach Tikva 14. Ich möchte sagen, wir fühlen wirklich im Zähne eine Änderung im Verhältnis zu den Freunden und zum Schöpfer. Was heißt, dass sich das ausbreitet vom Kopf zum Guf, von Rosh zum Guf? Hat das auf Handlungen Einfluss? Wenn ihr etwas Neues fühlt in der Verbindung zwischen euch, wollt ihr diese Dinge auf Ewigkeiten festlegen und euch weiter über diese Dinge entwickeln, erheben? Und auch, dass ihr darüber sprecht, verschiedene Tatenhandlungen definiert, Aktionen zwischen euch und von euch zum Schöpfer. Das ist sehr wichtig. Gut. Gilad. Weiter. Ja, Punkt 29. Wir haben nun die Entstehungsordnung der fünf Parzufim der Welt Adam Kadmon erläutert. Sie heißen Gelgalta, Ab, Sag, Ma und Bon. Einer unter dem anderen. Wobei jedem unteren Parzuf die Prina seines höheren Parzuf fehlt. So fehlt zum Beispiel das Licht Yechida im Parzuf Ab und im Parzuf Sag fehlt das Licht Chaya, welches in seinem höheren Parzuf Ab vorhanden ist. Im Parzuf Ma und Bon fehlt das Licht Neshama, welches in seinem oberen Parzuf Sag vorhanden ist. Das ist so, weil die Stufe eines jeden Parzuf von der Aviut des Masach abhängt, auf die der Sivuk der Hakaa erfolgte. Man muss jedoch verstehen, wer und was ist der Grund, dass der Massach bei der Formung eines neuen Parzuf immer mehr von seiner Aviut verliert, eine Prina nach der anderen, vom Maß seiner Aviut, bis er sich in fünf Niveaus der Aviut teilt, die in diesen fünf Arten der Sivugim existieren. Wie? Ich sehe nicht zu sehr Fragen. Ist alles klar, oder? Baltikum 3. Shalom, Rav und Weltkli. Eine Frage. Wenn der Schöpfer sich in das Geschöpf einkleidet, wird es dadurch zu etwas Neuem? Wird es ein neues Gebilde? Oder sind der Schöpfer und das Geschöpf immer in irgendeiner Form vereint? Das ist alles passiert. Also in der Einkleidung des Schöpfers im Geschöpf entsteht ein Gerüst, ein Aufbau, welches eine erfüllte Seele ist. Eine teilweise erfüllte Seele, aber trotzdem. Die Erfüllung der Seele heißt, dass der Schöpfer sich im Geschöpf, im Geschöpf einkleidet. Oder das Lichtiker sich im Kli offenbart. Oder das Geschöpf, das sich auf den Schöpfer kleidet, sich in der Lage ist, sich mit ihm zu verbinden, in dem Maß, in dem die Fähigkeit des Geschöpfes besteht. Wenn wir aber reden von Tusen des Iburs, Yud Aleph haben wir bereits Katnut, Yud Bet ist bereits Jugend und sagen wir so Gimel und Dalet, dritte und vierte Phase, sind bereits als Erwachsensein. Und damit lernt das Geschöpf den Schöpfer und fühlt und erfasst ihn auf solche Weise.
Petach Tikva 7. Ja, wollte ich kommen. Kann man das genauer sagen? Wir lernen, dass der Schöpfer und das Geschöpf, sie voneinander entfernt sind. Also in der Endkorrektur bleiben keine entfernten Objekte von zwischen Geschöpf und Schöpfer. Je mehr wir uns selbst korrigieren, so mehr enthüllen wir uns, dass wir im Schöpfer uns befinden, welcher alles erfüllt und in allem festhaltet und alles ausübt. Und so war es immer, sondern dass uns hier die Verhüllung gegeben worden ist, damit wir das von uns aus entdecken und fühlen. Und fühlen und spüren diese Unterschiede zwischen uns darin, dass sie mehr den Schöpfer erlangen möchten. Petach Tikva 7. Shalom Rav, ich verstehe den Ausdruck nicht, was sich hier ausbreitet. Breitet sich aus von diesem Ort und weiter. Salt Lake City. Danke, Rafa. Es erscheint mir, es klingt mir, dass alle die Erscheinungen der Parzufim Resultat des Erbauens des Massach sind. Ist das richtig? Völlig richtig. Völlig richtig. Du hast das schön gesagt. Nur mittels des Massachs, sprich vom Willen zu empfangen für sich und dem höheren Licht, das von ihm getrennt ist, wurde der Wille zu empfangen geschaffen, um zu geben, und darin offenbart sich das Licht im Gefäß, das ist jetzt als Parzuf gezeichnet. Und aus solchen Parzufim bilden wir ihnen das Gerüst, ein System, welches das allgemeine Seele bezeichnen, welche der Schöpfer geschaffen hat. Adam. Latin 8. Wenn wir lesen, und dann sehen wir, dass die Parzufim sich offenbaren. Heißt das, dass diese Parzufim bereits existieren? Wir stellen wir uns im Zehner die Kelim vor, um die Lichter zu empfangen. Also wir entdecken, dass sie bereits wirklich existieren. In dem Moment, wo wir sie uns vorstellen, entdecken wir sie. In der Ausbreitung von der Welt Ein Sof bis in diese Welt traten alle Welten und Parzufim und Sphirot aus. Und das, was wir benötigen, ist zu lernen, wie wir von Stufe zu Stufe aufsteigen, in diesem gesamten, in der gesamten Leiter zurück zu Ein Sof. Das ist, was wir in der Weisheit der Kabbala lernen, dass indem wir mittels der Weisheit der Kabbala die Kraft erhalten, aufzusteigen. Und so schreiten wir voran. Tel Aviv 3. Rav, warum muss es bei unserer Arbeit eine Abtrennung zum vorigen Zustand geben und nicht ein Zusatz? Warum muss man jedes Mal wieder bei Null anfangen? Denn das wird als spirituelle Handlung bezeichnet, wenn du ein neues Verlangen nimmst, welches verdorben war, und du korrigierst es, mit Null. So tust du, so verfährst du, verfasst du ihm. Bersheva. Guten Morgen, Rav Elzener. Sie haben einem Freund aus Baltikum etwas sehr Interessantes geantwortet. Sie haben gesagt, in der Endkorrektur werden wir entdecken, dass wir im Schöpfer uns befinden. Die Frage ist eine andere. Während dieses ganzen Prozesses, was ist die Aufgabe des Willens zu empfangen, wenn alles
eins ist und wir uns dort schon befinden. Dass sie dann zu uns zur Erkenntnis des Schöpfers zu führen und zur Angleichung, zur Anhaftung an ihm, das, dazu dient der ganze Prozess. Also, gibt es jetzt den Willen zu empfangen? Gibt es Gutes, gibt es Böses, wenn alles ideal ist, in einem idealen Zustand ist? Damit du entscheidest, es weder gut noch schlecht gibt, sondern alles ist gut, weil es der Schöpfer ist. Nicht, weil das Gute in deinem Kelim gefühlt wird, sondern weil der Schöpfer über alles herrscht. Über allem herrscht. Gut, Petach Tikva 35. Guten Morgen, Graf und Freunde. Kann man das so sagen? Wir haben zwei Masachim. Eines steht beim Pede Parzu vor dem Kli, beim Malchut de Rosh. Und dass das ganze Licht empfängt und das andere Masach empfängt das Licht und befindet sich in einer Aviut von Malchut de Guf. Mein Herr, entschuldige, mein Herr, wir haben das nicht gelernt. Wir werden das vielleicht vom nächsten Unterricht an lernen. Und so überhaupt nicht gelesen. Es genügt nicht, was geschrieben steht. Wir werden das detailliert lernen müssen. Hörst du, was ich sage, oder nicht? Gewöhn dich daran, mir zuzuhören. Ich ertrage nur eine Sache nicht. Dass man den Lernprozess unterbricht. Wir werden das bei den kommenden Lektionen lernen. Das haben wir jetzt noch nicht gelernt. Nicht über Masach, über die Orten des Masachs. Das werden wir noch lernen. Das ist jetzt hier der Aufbau des Parzufs. Danach werden wir es lernen. Schließlich, was geschrieben steht. Geschrieben, das Reinigen der Ebene des Masachs vom im Parzuf. Von dem Punkt an werden wir bereits lernen, was die Teile im Parzuf selbst sind und wie sie positioniert sind. Okay? Italien 1. Buongiorno, Rabbe. Guten Morgen, Raff. E a causa del Sof e per il timore che si avvia questo processo di raffinazione. Repeat, please. È a causa del Sof e per il Ober das Resultat des Sof. Die Angst ist, dass der Prozess der Abschwächung passiert. Ist das eine Folge von Sof? Ich verstehe die Frage nicht. Versteht nicht. Lasst uns lernen, lasst uns fortsetzen und ihr werdet sehen, wie ihr Antworten ihr bekommen werdet. Die Dinge müssen sich bis zum gänzlichen, richtigen Verständnis auflösen und nicht, wie ich euch darüber erzähle. In Ordnung? Also vorwärts. Ja, Gilad. Kann man die Frage, die Bala Sulam am Schluss des Punktes 29 stellt, man muss verstehen, Gilad zitiert eine Prina nach der anderen vom Maß seiner Aviut, bis er sich die fünf Niveaus der Aviut teilt, die in diesen fünf Arten der Sivugim existieren. Man muss verstehen, warum sich der Massach vom Rosh des Kafs durch alles Sioten Potsofim ausbreitet, bis es gänzlich verschwindet oder reinigt, erhebt. Warum ist es passiert? Das werden wir weiter vorgelesen. Das nächste Thema redet genau darüber. Er geht hier sehr klar und deutlich vor. Deshalb ertrage ich es nicht, wenn jemand hier nach vorne springt und mir zeigen möchte, wie sehr er weiß und Ahnung hat. Es gibt keinen Verstand.
Der Verstand muss nur dort sein, dort, wo wir gerade lernen. Da werden wir mit Sicherheit Erfolg haben. Wir lesen weiter die Abschwächung des Massachs, der zur Erschaffung des Parzufs. Wir lesen weiter die Abschwächung ist auch gut des Massachs zur Erschaffung des Parzufs. Punkt 30. Um die Entwicklung der spirituellen Stufen zu verstehen, die durch die fünf absteigenden Parzufim, einer unter dem anderen in der Welt Ak ausgedrückt werden und ebenso alle Ebenen der fünf Parzufim in jeder der vier Welten von Abia bis hinunter zu Malchut der Asiya, müssen wir genauestens verstehen, was die Istachrut, Reinigung des Massach, der Guf ist, die in allen Parzufim der Welt den Ak, Nekudim und Azilut, der Welt der Korrektur, geschieht. Das heißt, um all diese Dinge zu verstehen, müssen wir den ganzen Abstieg von oben nach unten lernen und das, was alles in der Welt passiert, eine Stufe und ein Sfirot geschieht, gut in Ordnung, wir sind dazu bereit. Vorwärts. שלא יהיה לה בית אורות הנקראים אור מקיף ואור פנימי. ונבערם באק. Verzeihung. Punkt 31. Tatsächlich besitzt der Parzuf oder jede spirituelle Stufe zwei Arten von Licht. Or Mekif, umgebendes Licht, und Or Pnimi, inneres Licht. Und wir erklären das in Ak. Denn das Or Makif des ersten Parzuf der Welt Ak Galgalta ist das Licht von Ensof, das die ganze Wirklichkeit erfüllt. Nachts im Zum Aleph und der Entstehung des Masach, der in Malchut errichtet wurde, fand der Sivuk der Aka'a des Lichts von Ensof auf diesem Masach statt. Mit Hilfe des Orchoser, welches der Massach erhob, kehrte das höhere Licht Orelion in die Welt der Einschränkung Olam HaZimtzum in Form von 10 Sfirot des Rosh und 10 Sfirot des Guf zurück. Jedoch drang nicht das gesamte Licht in den Parzuf Galgalta ein, das angezogene Licht von Ein Sof im Parzuf Ak erfüllt nicht die ganze Wirklichkeit, wie es vor Zimtzum Aleph der Fall war, sondern wird nur in Rosh und Sof unterschieden. Das heißt, erstens, während sich das Licht von oben nach unten ausbreitet, hält es im Punkt dieser Welt Olam Hazeh in der abschließenden Malchut, Malchut HaMesayemet, an, wie es geschrieben steht, seine Füße standen auf dem Olivenberg, auf dem Ölberg. Zweitens, und von innen nach außen, ähnlich wie die Ausbreitung der 10 Sfirot, Keter, Chochma, Bina, Tiferet und Malchut, Kachabtum, von oben nach unten und die abschließende Malchut, Malchut HaMesayemet, bestehen, so gibt es auch eine Ausbreitung der 10 Sfirot, Kachabtum, von innen nach außen. Hier heißen die Sfirot Mocha, Azamot, Gidim, Basar und Or. Or, welches Malchut ist, begrenzt den Parzuf nach außen. In dieser Hinsicht wird der Parzuf Ak als dünne Linie im Vergleich zu Ein Sof, welche die ganze Wirklichkeit erfüllt, betrachtet. Das ist so, weil der Parzuf Or ihn abschließt und von allen Seiten begrenzt, damit sich das Licht nicht ausbreitet und den ganzen eingeschränkten Raum füllt. Also ist lediglich eine dünne Linie inmitten dieses Raums geblieben. Die Menge an Licht, die in Ak empfangen wurde, heißt Or Pnimi. Nochmals, die Länge an Licht, die in Ak empfangen wurde, heißt Or Pnimi. Die Differenz zwischen dem Or Pnimi in Ak und dem Licht von Ein Sof vor dem Zimtzum wird Or Makif, umgebendes Licht, genannt, denn es blieb außerhalb. Es kann nicht in den Parzuf Ak eindringen, sich nicht in sein Inneres kleiden, sondern ihn umgibt ihn von allen Seiten. Das wird nicht genügen, dass wir nur einmal gelesen haben, das ist mit Sicherheit so. Kiew, frag, aber pass auf, das ist eine Frage,
zum Text ist. Warum kann sich dieser Parzuf nicht mit Licht erfüllen? War kein Massach auf der Prina Dalet? Ja, genau, das ist der Grund. Ja. Man kann es doch anders sagen, dass es sich, dass alle Unterscheidungen, welche in Malchuden Sof existieren, sich offenbaren konnten und deshalb hat das Kli über sie keine Korrekturen erhalten. Verstehst du? Es gibt noch nicht, das Kli wird aus dem Eintritt des Lichts in ihn und der Austritt mittels verschiedener Arbeiten wird es geklärt. Die Ausbreitung und die Verflüchtigung des Lichts aus dem Kli machen, befähigen das Kli für seine Arbeit, für dessen Arbeit. War der Zimtzum auf der ganzen Prina Dalet? Ja, es gab ein Massach über die ganze Prina Dalet. Und dass es sich von dieser Prina Dalet offenbart hat, ist, dass sie einfach nicht empfangen möchte. Aber das genügt nicht, um wahrlich einen Zimtzum über alle Details zu machen, welche es in Prina Dalet gibt, weil sie sich immer noch nicht offenbart haben. Um all diese Details in Prina Dalet zu offenbaren, und über sie alle Zimtzum zu machen, welche gefordert sind, und danach alle Massachim und auch Hoser und all das zurück zum Um Schöpfer zu geben, muss, Frage. Er schreibt in Punkt 31, dass es keinen Parzuf oder keine Stufe gibt, wo es nicht zwei Lichter gibt, die Or Makif und Or Panimi heißen. Ja. Wie kann es ein Licht ohne dem anderen geben? Das Kli befindet sich immer noch in einem Zustand, in dem es einen Teil vom Licht Ensof erhält. Jeden Teil, welches nicht erhält, bleibt draußen, heraus. Sie haben nichts empfangen, um das Geben des Willens, das ganze Licht Ensof. Das ganze Licht Ensof ist in sie auf innerliche Weise eingetreten. Klar, in unserer Wirklichkeit, in unserer Arbeit von unten nach oben, gibt es genau dieses Gesetz. Gewiss, bis zum Korrekturabschluss hast du Obnimir und Makif. Noch, Das heißt, das spirituelle Embryo hat auch schon die Wirklichkeit von Obnimir, der ist auch in irgendeiner Form von Empfangen, um zu geben? Nein. Befindet sich nicht im Empfangen, um zu geben. Er befindet sich in seiner Annullierung in Bezug zum Hören. Deshalb ist das Lied, welches sich dort ausbreitet, sein kleines Lied Nefesh, welches welches nur einfacherweise sich ausbreiten kann. Das ist das, was das Geschöpf machen kann. Deshalb ist es auch Embryo. Also was ist dieses Orpnimi bei ihm? Das ist das Licht, welches sich in ihm ausbreitet, welches dem Kli nicht mehr gibt, außer ein bisschen Lebenskraft. Das ist der Genuss nur durch die Unterwerfung, durch die Annullierung. Sagen wir, dass es ein Genuss ist, aber auch dieser Genuss kann das Geschöpf noch nicht richtig enthüllen. Es gibt einen großen Mangel an Instrumenten, Kilim. In das Kli, muss sich in Vergleich zum anderen offenbaren. Genuss zu verspüren fordert sehr viele Unterschiede zwischen den Kelim. Ja, verstehst du? Du nimmst jemanden, der keine Ahnung von Musik hat. Du nimmst ihn zu einem klassischen Musikkonzert. Was kann er verstehen? Er sitzt und wartet, bis es zu Ende geht. Und nimm jemanden, der das versteht. So sitzt er und lacht und weint und verfügt über
dieses ganze Stück ist in dem Inneren. Alles hängt von den Instrumenten, also von den Kelim ab, von den Gefäßen. Gut, Freunde, wir werden nicht weitergehen. Wir schließen mit Punkt 32 ab, aber ich bitte euch sehr, lest. Lest. Außerdem haben wir sehr viele Zusätze im Archiv zu diesem Thema in Bezug zur Einführung zu den Punkten. Schaut sie an, wenn ihr Zeit habt. Das kann euch helfen. Nur achtet davor, euch zu verwirren. Das, was hier geschrieben steht, müssen wir wissen. Jedes Wort zu Wort. Aber mehr als das ist bereits fraglich, um uns das verwirrt oder nicht. Okay, so seid gesund und froh aus dem heraus, dass ihr euch weiterentwickelt. Und wir werden uns sehen morgen. Viel Erfolg. An die Mitteilung zum Schluss, der Stundenplan für heute von 10 bis 10.30 Uhr, der innere Blick mit Rav Leitmann, israelische Zeit. Und wir gehen über zum Lied. Quante volte ho tentato di vivere, no mondo che voleva solo di vivere, con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà, così alla stregua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo, in che mi sono trovato qui con voi, il vegano più bello che ho. Leman achai vereai, leman achai vereai, leman achai achai vereai, Adam ala shalom bach, leman achai vereai. Costruiremo tutti insieme un grande cuore, in grado solo di donare un grande amore. Insieme progetteremo, mai più lasciarci vorremo. Brindiamo a questa nuova umanità. Le fai! Insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo. Pure dimora qui perché in quell'amico che cammina con te. Le manachai vereai, le manachai vereai, le manachai achai vereai, Adam ala shalom bach, le manachai vereai, le manachai vereai, le manachai achai vereai, Adam ala shalom bach. Svegliera tutta l'umanità. Le malachai vereai, le malachai vereai, le malachai achai vereai, Adam ala shalom ba. Le malachai vereai, le malachai achai vereai, Shalom.